So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Warum im Keller? Naja, hier ist einigermaßen kühl. Ich hasse den Sommer. Also Hitze kann ich nicht ab, mag ich nicht. Da muss man ganz schnell wohin, wo es weniger kühl ist. Ja, da bietet sich natürlich so eine Arktis an, so möglicherweise, ja, nur so als Idee. So, es gab noch ein paar Sachen, die ich kommentieren möchte. So ein paar Fragen und noch ein paar Kommentare, die einer öffentlichen Antwort bedürfen, wie ich finde. Sind, Moment, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 und 9 Sachen. Teilweise auch recht kurz, ne? Und ja, also wie gesagt, alles Zeug, was unbedingt eine Antwort bedarf. Mal gucken, ob vielleicht mache ich da auch zwei Videos draus. Das sehen wir dann im Upload, wie ich das dann zusammenschnippel oder sonst wie. Aber wundert euch nicht, falls es gleich mehrere Teile geworden sind, je nachdem, wie lang das jetzt auch wird. Also, fangen wir mal an. Das war eine Mail. Die habe ich erbost gleich gelöscht. Liegt wahrscheinlich noch irgendwo im Papierkorb. Aber ist auch völlig egal, was genau exakt drin stand. Was mich wirklich so ein bisschen sehr genervt hat, beziehungsweise was mich generell nervt, ist fanatischer Öko-Fanatismus. Ja? Dass die Welt nicht gerade toll ist, so wie sie gerade ist, da sind wir uns, denke ich, die meisten von uns sind uns da sicherlich einigermaßen einig. Also jetzt vor allen Dingen eben aus Umweltsicht. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt aus politischer Sicht, da mag es Zeit gegeben haben, da war es noch schlimmer, möglicherweise. Vielleicht auch nicht, je nachdem aus welcher Perspektive man das sehen möchte, ist auch egal. Aber was Umweltsituation angeht, das sah es doch definitiv auch schon schöner aus, so vor 12.000 Jahren oder irgendwie sowas. Da war die Welt noch in Ordnung, ja, also früher war alles besser. So, aber mit irgendwelchem blinden Aktionismus und Fanatismus kommen wir auf keinen Fall weiter. So. Und eine Möglichkeit, wie man das Richtige möchte, es aber völlig falsch umzusetzen versucht, ist, wenn man der Meinung ist, dass jetzt jeder, der in irgendeiner Form versucht, hier in irgendeiner Art und Weise ein bisschen was für die Natur zu tun, zwingend gleich in Extremismus verfallen muss. Ja? Heißt, man darf nur dann sagen, dass man die Natur gerne hat, wenn man veganer Einsiedler ist und auf 2 Quadratmeter in irgendeiner Höhle oder noch besser in irgendeinem Bretterkasten wohnt, nur mit einem Lendenschurz bekleidet rumrennt, grundsätzlich selbstverständlich niemals irgendwas auch nur anfasst, was entfernt nach Plastik aussieht. Veganer hatten wir schon erwähnt, Flugreisen machen wir nicht, Busfahren tun wir auch nicht, wir gehen nur zu Fuß, ein Fahrrad haben wir auch nicht und wir müssen irgendeinen Job haben, mit dem das alles kombinierbar ist im Übrigen und leben selbstverständlich auch nicht unbedingt in irgendeinem Haus auf dem Land, weil das ist auch weniger klimaeffizient als in irgendeinem riesigen Gebäudekomplex, dessen einzelne Abteilümchen, Wohnümchen jetzt klimatechnisch tatsächlich besser sind als die meisten Einfamilienhäuser, die es auf dem Land so gibt. Ne? Also so jemand, auch der, wie gesagt, noch null Müll produzierend, ja, nur, keine Ahnung, 30 Dinge besitzend, nur so jemand, das sind die Retter des Planeten, ne? Und wer nicht so ist, der macht alles falsch. So, und ich glaube, diese Einstellung ist relativ bescheuert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man mir in besagter Mail unterstellen wollte, dass ich scheinbar so leben muss, damit ich ernst genommen werden kann, ja? Und zwar, die eine Sache, die jetzt wirklich ganz konkret mir auf den Keks gegangen ist, es waren zwei Dinge. Erstens, dass ich erwähnt habe, dass man hohle Bäume theoretisch auch mit einem Kunststoff ausschäumen kann, um die Stabilität zu verbessern. Theoretisch. Das war eine, das kann man machen, Information. Das war kein, au ja, kommt her und macht das jetzt unbedingt sofort. Au Anweisung oder sonst irgendwie, sondern lediglich ein theoretischer Hinweis. So, also das wurde mir übel genommen. Zweitens, wurde mir übel genommen, dass ich es wage, Dinge, die in Plastik eingepackt sind, mit auf eine Wildnistour zu nehmen. Oh, viel Wildnis bleibt da ja nicht übrig dann. Oh, das ist ja total böse. Wie kann man nur...
Ach Gottchen, ja, das ist unglaublich viel Plastikmüll, den ich da mit mir rumtrage. Wirklich, wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich bin damit der größte Plastikverwender des Planeten, offensichtlich. Irgendwie sowas um den Dreh. So, und das ist interessant, weil ich habe jetzt mal ein bisschen gerechnet. Was wir da dabei haben, sind so, sagen wir mal, 300 Gramm an Plastikmüll. Ja? So. Das kommt ungefähr hin, wenn man sagt, dass eine Track-and-Eat-Tüte circa 10 Gramm hat, insbesondere wenn man alles abschneidet, was nicht unbedingt erforderlich ist. Plus die anderen Dinge, wie zum Beispiel eine Schokoriegelverpackung, die wirklich im Bereich von 0,3 Gramm oder irgendwie sowas liegen, die wiegen wirklich so gut wie überhaupt nichts. Dann haben wir noch so ein paar wiederverwendbare Plastiktüten, die zählen ja nicht, weil die ja quasi im Grunde kein Müll sind, sondern wirklich gedacht als auch Transportbehältnis, wenn dann später Müll anfällt, um den Müll dann auch sicher zu transportieren, sodass er nicht dauernd aufgesammelt werden muss, wenn irgendwo nochmal was rausgeht und so weiter. Dafür kann man auch Track-and-Eat-Tüten wunderbar nehmen und all sowas. Und dann lass es meinetwegen 300 Gramm Plastikmüll sein. Das macht 150 Gramm Plastikmüll pro Person. So, und selbst wenn das jetzt 400 Gramm, also 200 Gramm pro Person wären, ja, dann hätten wir halt eben diese Menge Plastikmüll dabei. Das ist dahingehend natürlich erschreckend, dass man über so eine lange Tour dann doch so eine Menge an Müll rumschleppen muss, dass das dann doch so ein Gewicht auch ausmacht und so viel und wirklich eine gewisse Rolle spielt eben entsprechend beim Tragen. Ist halt so, ne? Ist so. So, warum machen wir das? Machen wir das, weil wir faul sind? Ja. Yep. Machen wir das, weil wir bequem sind? Ja. Yep. Machen wir das, weil wir gerne vorportioniertes Essen haben wollen, damit wir uns dann um weniger kümmern müssen, wenn es zum Essen anrichten kommt? Ja. Yep. Machen wir das, weil wir einen abwechslungsreichen Speiseplan haben wollen und nicht nur einen Sack Hafer und einen Sack Beeren mitschleppen wollen? Ja. Yep. Aus all diesen Gründen machen wir das. Sind wir damit unglaublich böse? Naja, aus Sicht des entsprechenden Meckerers offensichtlich schon. Aber erstens, wir sind zu zweit. Ja? Also dieser Haufen Plastik fällt für uns beide an. Ja? So. Und dieser enorme Haufen Plastik, diese ganz furchtbare Menge, wenn man das jetzt mal durchrechnet, der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland an Verpackungsmüll pro Person durchschnittlich. Das heißt, es gibt Leute, die sind erheblich besser, es gibt Leute aber, die sind auch nochmal erheblich schlimmer. Das gibt es auch noch, ja? Aber selbst der Durchschnitts-Pro-Kopf-Verbrauch beträgt 220 Kilogramm pro Jahr. So, jetzt hat so ein Jahr 52 Wochen. Jetzt teilst du also 220 Kilo durch 52 und kommst auf 4 Kilo und 230 Gramm an Müll pro Person pro Woche. Jetzt sind wir 2 Wochen unterwegs und hätten bei einem durchschnittlichen Müllaufkommen ergo 8,5 Kilo pro Person. Und damit wären wir bei durchschnittlichem Pro-Kopf Abfallverbrauch eines durchschnittlichen Deutschens wäre man also entsprechend zu zweit bei 2 Wochen als 2 Personen bei 17 Kilogramm. So, wir haben aber 300 Gramm. Ja? Und wir brauchen in der Zeit keine Heizung, kein Öl für Heißwasser, wir haben null CO2-Ausstoß, weil wir keinerlei irgendwas fossil, mit fossilen Dings da betriebenem Zeug verwenden. Okay, doch, wir verbrauchen 1 Liter Benzin. Über 2 Wochen. Das ist so. Das lässt sich auch leider nicht vermeiden. Da könnte man natürlich Bioethanol nehmen, dann würde man allerdings erheblich mehr davon verbrauchen. Aber das wäre noch eine Möglichkeit, um diesen 1 Liter Benzin einzusparen. So, und in diesen schrecklichen 2 Wochen, wo wir so überhaupt nicht nachhaltig leben, haben wir also grauenhafte 300 Gramm Plastikmüll produziert. Das entspricht ungefähr tatsächlich 3,5% von dem, was ein Durchschnittsdeutscher in 2 Wochen an Müll produziert. Ja, es tut mir leid, dass wir so schlimm sind, dass wir es nicht schaffen, lediglich nur 2% oder nur 1% vom bundesdeutschen Durchschnittmüllaufkommen zu produzieren, wenn wir auf Tour gehen. Ja, das ist, ich weiß, es ist ganz furchtbar. Angenommen, jeder Deutsche würde so leben wie wir hätten überhaupt kein Müllproblem mehr. Ja? Nur mal angenommen. Ja? Also bin ich ein ganz furchtbares Vorbild. Mit den vielen, vielen unglaublichen Mengen an Plastikmüll, die ich eben für diese 2 Wochen produzieren werde.
Ja, ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz schlimm. Böse, böse, böse ich. So, und darüber habe ich mir jetzt genug aufgeregt. Plastik mag böse sein, ja, aber es ist auch manchmal die einzige und oft eine gar nicht mal so schlimme Alternative, weil da gab es neulich mal eine interessante Studie, die rausgefunden hat, das war wirklich überall in den Medien zu lesen, zum Beispiel das Thema Plastiktüte im Supermarkt. Ja, die war ja politisch dann mal eine ganze Zeit lang der Buhmann schlechthin und Plastiktüte im Supermarkt das Allerböseste überhaupt, gemessen an unserem Komplettplastikverbrauch. Macht eben die Tatsache, dass wir beim Supermarkt gelegentlich mal eine Plastiktüte mitnehmen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist vielleicht 1%, wenn überhaupt, das ist wahrscheinlich nicht mal 1% vom Verpackungsmüllaufkommen in Deutschland, als wir noch alle jedes Mal eine Plastiktüte mitgenommen haben und die 3 Cent gekostet hat von mir aus. Ja, also selbst da war das damals noch kein Thema. So, und jetzt sind die Plastiktüten verschwunden, beziehungsweise man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man eine Plastiktüte mitnimmt. Was nimmt man stattdessen? Meinetwegen so eine Papiertasche. So, die muss man aber dreimal benutzen, dass sie von der Ökobilanz her so gut ist wie eine Plastiktüte. Und so eine Papiertasche. Also ich benutze eine Plastiktüte häufiger, als ich so eine Papiertasche benutzen würde. Und eine Plastiktüte ist ja ohnehin die einfachen, leichten Plastiktüten, ja, ohnehin ja erstmal ein Drittel nur so intensiv vom Energieaufwand her wie eben entsprechend eine Papiertüte. Noch schlimmer, ein Jutesack. Den darfst du nämlich, glaube ich, 100 Mal oder irgendwie sowas zum Einkaufen ausführen. Was wir tun mit den Jutesäcken, die wir so besitzen, die werden wirklich ständig benutzt und die sind teilweise wirklich uralt. So ist das jetzt nicht. Und ich habe mir auch schon ewig keine Plastiktüte beim Einkaufen mehr gekauft, davon mal abgesehen. Ich gehe eh mal mit dem Rucksack hin. Ich gehe da mit 0, überhaupt keiner Tüte hin. Aber ja, egal. Jedenfalls, die müsste man wirklich ewig oft benutzen, um diesen enormen Energieaufwand, der dafür notwendig ist, so eine olle Baumwolltragetasche oder Jute oder was auch immer, eben entsprechend herzustellen. Das ist alles gar nicht so toll. Ja? Also das nur mal am Rande angemerkt. Und das Plastikproblem, ja, natürlich ist das vorhanden und da werden wir auch nachher nochmal drüber reden. Aber man muss jetzt auch nicht im blinden Aktionismus verfallen und versuchen, da Plastik einzusparen, wo es sowieso einigermaßen okay ist. Ja? Also sprich, wenn ich schon eine 96,5%ige Reduzierung habe in den 2 Wochen, dann muss ich nicht ausgerechnet in den 2 Wochen, wo ich am wenigsten Müll fürs ganze Jahr, vom ganzen Jahr verbrauche, weil ich führe ein relativ ein bisschen unterdurchschnittliches Leben, was den Ressourcenverbrauch angeht. Also vielleicht so irgendwie wenn das die Glockenkurve ist, ne? Und hier ist toll und hier ist böse, dann bin ich vielleicht so, ne, also hier ist der Buckel und ich befinde mich so ungefähr hier, ja, ungefähr da, so von meinem Ressourcenverbrauch her, weil ich zu viel Platz zum Wohnen habe. Das ist so, das ist nicht nachhaltig. Aber ganz ehrlich, ich denke nicht unbedingt daran, freiwillig etwas was zu ändern, ja. Ist so. Ist so, da bin ich mir selbst der Nächste. Und das ist ein großes Problem. Und das ist aber auch der Grund, weshalb es einfach nicht realistisch ist, dass wir alle zu einsiedlerischen veganen Höhlenmenschen, die null Plastikmüll produzieren werden und nur das die Lösung für die Weltentwicklung ist. Wenn entweder die Hälfte aller Einwohner veganer Höhlenmensch wird oder alle Einwohner um 50% ihren Konsum reduzieren, kommt es aufs Gleiche hinaus. Ich vermute mal, dass Letzteres erheblich leichter zu erreichen ist, auch wenn 50% erstmal viel ist und das werden wir in nächster Zeit sowieso nicht schaffen, das könnt ihr vergessen. Das ist völlig utopisch. Ich meine, auf welcher Welt leben wir? Einer, wo alle vernünftig und nur nach dem handeln, was am besten für alle ist? Nein! Also, da vielleicht lebt der liebe entsprechende Mensch, der diese Mail geschrieben hat, in dieser Welt. Ich weiß es nicht. Aber ich lebe da jedenfalls nicht. So, und jetzt kann man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und Leute, die das tun und tatsächlich einsiedlerisch vegan in der Höhle wohnen und null Plastik verbrauchen, vor denen habe ich großen Respekt. Wirklich großen Respekt. Solange sie nicht auf die Idee kommen, missionarisch in der Gegend rumzurennen und jeden, der noch Fleisch isst, als Mörder zu titulieren und ähnliches. Weil was erzeugt das? Hass. Erzeugt das ein schlechtes Gewissen? Nein, es erzeugt einfach nur Hass. Und Hass haben wir in unserer Gesellschaft schon genug. Und da braucht man nicht noch mehr von, indem wir völlig utopische Forderungen an die Gesellschaft stellen, die sich sowieso nicht umsetzen lassen. So, heißt, es muss irgendeinen Mittelweg geben. Es muss irgendeine Lösung geben, die letztendlich darauf hinausläuft, weil es nicht praktikabel ist, dass wir alle wieder im Mittelalter leben, ja, auf dem technologischen Stand vom Mittelalter und mit dem Ressourcenverbrauch vom Mittelalter.
wobei der teilweise sogar auch ähnlich hoch war in manchen Bereichen entsprechend wie heute. Aber lassen wir das. Das ist einfach völliger Unsinn. Das wird nicht passieren. Es sei denn, es kommen die Zombies und schmeißen uns dahin zurück. Okay, gut, das mag vielleicht sein. Aber ansonsten wird das nicht passieren. Die einzige Möglichkeit ist, irgendwelche neuen Technologien zu entwickeln, um allen gleichzeitig umweltgerechtes, ressourceneffizientes und nachhaltiges Leben zu ermöglichen, bei gleichzeitig einem gewissen Aufrechterhalten eines gewissen Wohlstandes. Man muss es jetzt auch nicht maßlos übertreiben. Ja? Die Lösung liegt irgendwo mit Sicherheit in der Mitte und ganz bestimmt nicht an den extremen Polen, wie es weitergehen soll. Nächstes Thema, Kocher. Weil es immer noch Leute gibt, die rumnörgeln, voll das schwere Kochsystem. Erstens, also mein Kocher für Grönland, unser Kocher für Grönland. Erstens, das Kochsystem wiegt 1,5 Kilo, aber wir sind zwei Leute. Ja, wir schleppen nicht zwei 1,5 Kilo Kocher mit, sondern ein 1,5 Kilo Kochersystem und sind zu zweit. Das sind nur 750 Gramm pro Person. Das schafft ein Alleinreisender nur mit einem vergleichsweise zumindest mal mittelmäßig leichten System. Ein mittelmäßig leichtes, kein leichtes. Leichte sind noch leichter, das ist so. Und bei diesem System ist ja wirklich schon alles dabei. Der Topf, das Essgeschirr und alles pipapo. Bleibt relativ schwer. Aber ich habe das auch mal ausgerechnet. Habe ich zwar schon mehrfach gemacht, aber es nervt, dass das immer noch nicht jeder kapiert hat. Da es auch immer noch Leute gibt, die meinen, oh, sind nur Spiritus. Manchmal frage ich mich, seid ihr schon mal draußen unterwegs gewesen? Nimm doch Spiritus. Wart ihr schon mal auch da, wo draußen unterwegs, wo wirklich lange, lange, lange Zeit keine Möglichkeit kommt, Spiritus wieder aufzufüllen? Wisst ihr, wie viel Spiritus man da mitnehmen muss? Für so eine Tour, die wir da vorhaben, bei der Menge an Kochen, die wir wahrscheinlich tun werden, plus Reserve, plus noch ein paar extra Tage, weil wir nicht genau wissen, wie lange wir eventuell draußen bleiben und es wirklich absolut erforderlich ist, dass der Brennstoffvorrat uns nicht ausgeht. Grönland mag zwar nicht der Mond sein, aber Grönland ist verflucht nochmal die Arktis. Ja, also das ist nicht Schwarzwald. Das ist auch nicht Brandenburg, Wald außerhalb von Berlin, wo zwar kein Mensch vorbeiläuft und auch irgendwie fast Wildnis ist, aber doch die Lebensbedingungen gar nicht mal so unübel sind. Ja? Wir sind da völlig autark für mindestens eben 14 Tage in der Pampa unterwegs. Gut, vielleicht werden es auch nur 13 oder 12, aber dann haben wir trotzdem das Material für die Zeit und werden uns auch nur stadtnah aufhalten und noch nicht in die Stadt reingehen. Wir wollen wirklich 14 Tage draußen in der Landschaft sein. So, und jetzt mindestens für die Distanz. Also ich sage euch mal Folgendes. Ich habe in Schweden 10 Tage gemacht, ja, und da habe ich, 11. Und in diesen 11 Tagen habe ich 1,4 Liter Spiritus verbrannt. Das bei minimalem Geköch von 300 Milliliter, 400 Milliliter heißem Wasser pro Tag. Mehr habe ich nicht gekocht. Ich habe mir noch einmal eine Kanne Tee gemacht und einmal noch Wasser abgekocht. Ungefähr 1,5 Liter. Ja? Und das war es dann aber auch, was ich da rumgekocht habe. Und dafür habe ich, wie gesagt, 1,4 Liter Spiritus gebraucht. So, jetzt sind wir 14 Tage unterwegs und wir werden etwa das 2,5-fache von dem, was ich gekocht habe, da kochen, weil wir so pro Tag mindestens 2 Liter heißes Wasser brauchen. Ja? So, das heißt, wir brauchen dann nach Adam Riese bei ähnlichem Klima, wie ich es damals in Schweden hatte, und das kommt ungefähr hin, brauchen wir dann eben 2,5 Liter Spiritus. Besser 3, wenn man noch eine Notreserve mitrechnen möchte, aber jetzt sagen wir spaßeshalber mal 2,5 Liter. Warum? Naja, wir würden in jedem Fall noch den sehr effizienten Topf, den auch viele nicht mögen, entsprechend mitnehmen, um halt eben Brennstoff zu sparen. Dann müssten wir mit den 2,5 Litern ungefähr hinkommen. Hätten wir jetzt mit dem sehr effizienten Topf, der vergleichsweise schwer ist, ansonsten der gleichen Kocherausstattung, nur halt einen Spirituskocher statt einem Benzinkocher, das dabei, dann hätten wir vielleicht noch 300 Gramm an Kochequipment pro Person. Wir würden also tatsächlich ungefähr das Gewicht unseres Kochsetups ein bisschen mehr als halbieren. Aber dafür müssen wir auch statt 1000 Gramm Brennstoff 2500 Gramm Brennstoff mitschleppen. Jetzt kann man auch sagen, ja, dann wird der aber schnell leichter. Und ein Argument, was ich auch oft gehört habe, wenn ich sage, lieber einen schweren Kocher mit wenig Verbrauch mitnehmen, wenn die Tour dann lang genug ist,
was da aufgekommen ist, und das ist ja natürlich auch richtig, ja, also das soll jetzt kein Gemecker sein, da habt ihr ja selbstverständlich recht. Wenn man einen leichten Kocher mit viel Brennstoff mitnimmt, ist der Brennstoffverlust pro Tag größer und am Endeffekt ist man gegen Ende der Tour definitiv viel leichter, weil man die letzten Tage nur noch mit wenig Brennstoff plus einem leichten Kocher unterwegs ist, anstatt mit der anderen Variante, wo man die letzten paar Tage auch mit wenig Brennstoff, aber mit einem schweren Kocher dazu entsprechend unterwegs ist, ist das netto, nimmt sich das nicht viel. So, und ich habe es mal an unserem Beispiel konkret ausgerechnet. Benzin 42 Megajoule pro Kilo, mindestens, gibt es auf welchem mit 44, jetzt gehen wir mal von 42 aus. Spiritus 24 Megajoule pro Kilo, hat er nicht nur 18? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt tun wir mal so, als hätte er 24, es könnte auch, nee, Esbit war 33, doch 24 müsste eigentlich stimmen. Das heißt, so ungefähr in der Praxis braucht man mit Spiritus, und das ist tatsächlich so, ich habe das wirklich mehrfach und wirklich in vielen, fast schon wirklich statistisch relevanten Versuchen durchgetestet, braucht man mit Spiritus mindestens die doppelte Zeit wie mit Benzin. Und das auch, wenn man mit Benzin mit wenig Aufdrehen des Kochers arbeitet. Ja, der hat bei voller Pulle, ja, was weiß ich, 2000 Watt Spirituskocher, wenn der hat nur die eine Einstellung und bei der hat er vielleicht irgendwie 700, 800, irgendwie sowas. So, das heißt, wenn wir doppelt so lange Kochzeiten haben, heißt das jetzt nicht, dass das ein Problem ist, weil das so lange dauert, sondern das bedeutet, das brennt doppelt so lange. Das heißt, es braucht doppelt so lange Benzin, Sprit, Spiritus in diesem Fall. Ja? Und damit kommen wir dann auf folgendes Setup. Das, was ich jetzt geplant habe für uns, sind tatsächlich 750 Gramm Küchenequipment pro Person plus 500 Gramm Benzin pro Person, weil wir nur ein Liter ist nicht gleich ein Kilo, Benzin ist deutlich leichter als Wasser, eben entsprechend mitnehmen müssen. So, dann kommen wir auf 1250 Gramm pro Person für komplettes Kochen inklusive Brennstoff. Würden wir das gleiche mit Spiritus machen, wären wir beim Kocher zwar deutlich günstiger und würden auf 300 Gramm pro Person kommen, aber wir müssten auch 1250 Gramm pro Person an Brennstoff mitschleppen. So, und siehe da, das entsprechende Szenario mit dem Spirituskocher ist am Anfang 300 Gramm schwerer. Ja? Am Anfang nur. Es stimmt, dass es am Ende der Tour, wenn dann ohnehin nur noch wenige Tage da sind und ohnehin nur noch wenig Brennstoff da ist, logischerweise dann auch, irgendwann sehr viel leichter wird als das andere Equipment, weil ja der Kocher immer gleich schwer bleibt. Aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so eine Kurve im Kopf. Ja? Die sieht ungefähr so aus und beschreibt das Rucksackgewicht. Und es gibt hier in der Mitte von dieser Kurve gibt es ein Plateau und das liegt irgendwo zwischen 12 und 18 Kilo. Zwischen 12 und 18 Kilo ist es mir nahezu völlig Wurst, wie viel mein Rucksack wiegt. So für das Leid, das ich habe beim Tragen des Rucksacks, ist das unerheblich. Ja? Erfahrungsgemäß bei dem Rucksack, den ich mitnehmen möchte. So, drunter wird es dann relativ schnell angenehmer. Aber irgendwo ist es dann auch wirklich völlig sinnlos, mit einem nahezu leeren und nichts wiegenden, sehr schweren, großen Rucksack rumzurennen. Daher bin ich eigentlich ganz froh, wenn der so ein bisschen was wiegt. Ja, so 7, 8 Kilo. Drunter komme ich mir völlig sinnlos vor, wenn ich mit dem Ding überhaupt rumlaufe. Da werde ich auch nicht glücklich. Heißt, ob ich am Ende der Tour, bei dieser Rechnung, hätte ich am Ende der Tour entweder 11 Kilo oder 10,5 Kilo, je nachdem welches Kochersystem man verwendet. Von mir aus lass es auch im besten Fall 10,3 Kilo sein, dass ich also 700 Gramm am Ende der Tour sparen würde. Jetzt habe ich einen Rucksack mit einem Tragesystem, das ausgelegt ist für 25 plus Kilo. Interessiert es mich da am Ende dann noch, ob ich 10,3 oder 11 Kilo rumschleppe? Nö. Tut es nicht. Ja, aber das ist natürlich nur meine Meinung, weil das für euch wichtig ist, dass ihr am Ende fast schon Leichtwandern betreibt, dann ist das gut, das ist okay, völlig in Ordnung. Aber für mich ist entscheidend, dass in dem oberen Bereich dieser erdachten Kurve, ja, da tut's weh. Und wehtun tut's bei 20 Kilo plus X. Ja, so bis zu 24, 25 kann ich noch schleppen. Mit 25 habe ich echt überhaupt keinen Spaß, aber das geht. Das könnte man an einem Tag machen, weil man ja weiß, am nächsten Tag sind es nur noch 24,5 und so weiter. Mindestens, wenn es nicht sogar noch schneller abgeht, weil sonst weiß ich nicht, warum das Ring 25 Kilo wiegen sollte. Höchstens, weil ich 600 Gramm Essen pro Tag habe oder sowas. Und da das nicht der Fall ist, werden wir so ungefähr mit 23
Also ich werde wahrscheinlich so circa 23 Kilo haben, wenn wir loslaufen. Mit Wasser, mit allem Pipapo und den Trekkingstöck natürlich in der Hand und ein bisschen Kleidung am Mann, also am Körper, ja, nicht im Rucksack. Das spielt auch nochmal eine Rolle bei der Gewichtsberechnung. So, ob ich jetzt 22,7 Kilo schleppe, ja, oder 23 voll, das macht für mich einen Unterschied. Ja, und jenseits der 20-Kilo-Marke sind 300 Gramm weniger an den ersten Tagen, die ich dann gleich einspare, sind mir wichtig. Und die merke ich, und ich habe zumindest das Gefühl, sie zu merken, in ein kleines bisschen weniger Schmerz am Abend. Ja? Ich sage nicht, dass ich das einfach so locker schleppe und der Meinung bin, das macht unglaublich viel Spaß. Also das tut dann schon weh. Das gibt auch schon verspannte, einen kompletten verspannten Körper des Abends. Aber das ist halt die Art und Weise, wie wir uns das ausgedacht haben, wie wir das tun. Und so werden wir das auch tun. Und da spielen die 300 Gramm eine Rolle, die möglicherweise von mir aus auch 600 oder 700 Gramm, die ich einsparen könnte am anderen Ende, wenn der Rucksack ohnehin schon sehr, sehr leicht ist und ich zu diesem Zeitpunkt hoffentlich sehr fit bin, weil ich schon die ganze Zeit draußen rumrenne, da ist mir das egal. Ja? Also, stimmt schon, diese Rechnung, dass es im Grunde sich dadurch ausgleicht, dass es später das leichtere Setup immer von Vorteil ist, auch wenn es am Anfang vielleicht von Nachteil ist. Aber am Anfang ist es da, wo es drauf ankommt. So, das wollte ich noch gesagt haben. Und das heißt, ja, ich schleppe ein schweres Kochsetup mit, aber mit Verstand und mit Grund und wirklich sehr lange überlegt und durchdacht. Und Spiritus kannst du echt vergessen. Kein Schwein rennt durch Grönland mit Spiritus. Auch nicht die Einheimischen. Kannst du vergessen, die Inuit kennen keinen Spiritus. Die nehmen Öl. Ja? Und seit sie Öl nicht mehr bekommen, also Walöl, nehmen sie Petroleum oder irgendwie Benzin, Diesel, irgendwie sowas. Grönland gehört zwar zu Dänemark und ja, da gibt es Spiritus, weil der Däne mit Spiritus hantiert, aber der Däne ist nicht der Grönländer. Und im Zweifel ist das zu tun, was die Einheimischen tun, vielleicht keine dumme Idee. Petroleum oder Benzin. Ne? So. Davon abgesehen, auch Gas wäre eine bessere Alternative als Spiritus, selbstverständlich. Und das geht auch mit dem Kocher. So, dann auch ein Thema, was schon länger in den Kommentaren auftaucht und jetzt dringend mal angesprochen werden muss. Immer wenn ich irgendwas von Kalorien erzähle, nicht immer, aber bei mindestens jedem zweiten Video, wo die erwähnt werden, taucht ein Kommentar auf. Und das ist ja auch nicht falsch, auch das ist kein Gemecker, sondern ich möchte da einfach jetzt auch mal drauf eingehen, der darauf hinweist, dass Kalorien nicht gleich Kalorien sind. So gesehen doch, so wie die definiert sind, sind sie schon immer dasselbe, aber tatsächlich ist der sogenannte Brennwert, den wir auf jedem Nahrungsmittel nachlesen können und gegebenenfalls als ausschlaggebenden Wert nehmen, um zu sagen, wie effizient, wie viel Energie enthält jetzt dieses Nahrungsmittel, ist der nicht ein besonders exakter Wert. Ja? So, was sind denn dieser, ist denn dieser Brennwert? Also ob man den jetzt in Kalorien oder in Kilojoule, wie es eigentlich heißen würde, angibt. Also, und wenn ich Kalorien sage, dann meine ich natürlich Kilokalorien. Ja? Eine Kalorie ist die Energiemenge, die man braucht, um eine bestimmte Menge Wasser, ein Gramm Wasser, glaube ich, um ein Grad zu erwärmen. Irgendwie so, ja, das war eine Kalorie. Und das ist nicht viel. Das heißt, man braucht schon Kilokalorien. Das heißt, eine Kilokalorie, das wären 1000 Kalorien. Und damit könnte man dann umgerechnet 1000 Gramm Wasser um 1 Grad erwärmen. Theoretisch, ja, rein rechnerisch. Das wird auch entsprechend ermittelt, indem man Nahrungsmittel tatsächlich in einen Kalorimeter reinschmeißt zum Beispiel und unter Sauerstoffzugabe entsprechend verbrennt und guckt, wie viel Energie kommt da insgesamt bei raus. Und das wäre das, was da theoretisch drin steckt. Jetzt muss man noch umrechnen. Der Körper kann davon nicht alles verwenden. Das wird dann eben entsprechend auch nochmal in eben diese Brennwertbestimmung bei Nahrungsmitteln mit eingebaut, dass man zum Beispiel sagt, irgendein Gericht, was jede Menge Zellulose enthält, die wir nicht abbauen können, die wird dann mehr oder weniger mit Null veranschlagt und daher hat ein Blattspinat, den man theoretisch relativ gut verbrennen kann, wo dann theoretisch auch ein bisschen mehr Energie bei rumkommt, wird dann trotzdem beim Brennwert für denjenigen, der das Ding isst, weniger gut bewertet als ein Schnitzel von mir aus, ne? Bei dem man fast alles abbauen kann.
davon, was man da eben zu sich nimmt oder irgendwelches sonstiges Gemüse mit den sogenannten Ballaststoffen. Ballaststoff ist ganz einfach zusammengefügt, das Zeug, was der menschliche Organismus nicht abbauen kann. Was er trotzdem braucht, was trotzdem verdauungsfördernde Wirkung haben kann, was trotzdem gesund sein kann, aber es kann so in dem Sinne erstmal nicht energiestoffwechseltechnisch verwertet werden. So, und jetzt sind diese Kalorien ein Bruttowert. Die berechnen nicht mit ein, wie gut der jeweilige Organismus gerade so drauf ist, der das jetzt verdauen soll. Wenn man also zum Beispiel Angst oder Panik oder sonst was hat, dann hat man weniger Hunger. Das kennen wir vielleicht eventuell, wenn wir schon mal Angst oder Panik oder sonst was hatten. Und wenn man trotzdem was isst, dann hat man das Gefühl, sehr schnell satt zu sein. Das liegt unter anderem daran, dass gerade unser Körper kaum in der Lage ist, nennenswert Nahrung zu verdauen und nennenswert da irgendwelche, brauchbaren Mengen an Nährstoffen rauszuziehen. Das hängt also durchaus von der Situation ab. Wenn wir krank sind, sind wir weniger effizient im Verdauen. Wenn uns kalt ist oder super heiß, sind wir weniger effizient im Verdauen. Wenn wir sonstige seelische Probleme haben, kann das eine Rolle spielen. Es kann auch sein, dass wir in Extremsituationen besser im Verdauen sind und dann dementsprechend schneller fett werden, beispielsweise, wenn wir gestresst sind oder sonst wie. Ja? Auch das sind so Möglichkeiten. Das heißt eben, dieser Wert, der ist nicht sehr exakt. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass diese Werte ebenfalls berechnet werden und nicht für jedes einzelne Lebensmittel direkt gemessen und einen Durchschnittswert immer herhalten muss. Gerade bei einem Naturprodukt wie beispielsweise einer Kartoffel. Da kann es sein, dass wir jetzt eine stärkereiche Kartoffel erwischen oder eine stärkearme Kartoffel. Und diese Kalorien, die eine durchschnittliche Kartoffel durchschnittlich hat, geben eben nur grob den Wert an, den unsere Kartoffel, diese individuelle Kartoffel, die wir jetzt essen, tatsächlich hat. So, das heißt, Kalorien bzw. Kilojoule, der Brennwert von Nahrungsmitteln, ist tatsächlich ein eher schlechter Wert, um wirklich ganz konkret festzulegen, wie viel Energie dieses eine Stück Essen einem jetzt liefern wird, wenn man es unterwegs verzehrt. Aber solange wir nicht wissen, was wir von unserem Verdauungssystem her, unsere Gewöhnung an Nahrung und unserer Prägung und unseren persönlichen Vorlieben auch irgendwo, weil man nicht einfach nur das essen kann, was gesund ist, sondern auch das, was einem schmeckt. Im Idealfall ist beides das Gleiche, aber nicht immer. Bei mir zum Beispiel nicht. Das, was mir schmeckt, ist nicht unbedingt das, was gesund ist. Da ist man einfach nicht immer in der Lage, wirklich das Maximum daraus zu ziehen. Man weiß aber im Regelfall, wenn man nicht irgendeine komplizierte Untersuchung für viel Geld mal bei sich hat durchführen lassen oder irgendwie im Fitnessstudio sich von seinem Ernährungsberater, Personal Trainer oder sonst wie hat durchchecken lassen, die das zum Teil auch eben durchaus hinkriegen, da grob zu sagen, du bist besser in Kohlenhydrate verdauen, wenn du die weglässt, dann nimmst du wahrscheinlich ab. Zum Beispiel, ja? Oder halt eben, na, bei dir ist es tatsächlich klassisch so, dass du Fett weglassen solltest und so weiter und so weiter. Solange wir das nicht wissen für uns, bleibt uns nur die relativ unzuverlässige und relativ unspezifische Quelle, Brennwert, um eben sagen zu können, was man jetzt, welches Nahrungsmittel ist effizient und welches Nahrungsmittel nicht. Und insbesondere, wenn man jetzt wie ich anderen Leuten Vorschläge macht, nicht sage, es muss so sein, sondern lediglich sagen, so mach's ich und das könnte man gegebenenfalls nachmachen. Ja? Wenn man so wie ich das macht, dann ist die Kalorie eigentlich der einzige Wert, mit dem ich arbeiten kann, weil nur das ist was, was einigermaßen durchschnittlich bei jedem so ungefähr grob hinkommt. Ja? Soll heißen, jemand, der unglaublich gut im Eiweißverstoffwechseln ist. Der hat vielleicht tatsächlich mehr davon, Trockenfleisch, obwohl das erheblich weniger Kalorien hat als zum Beispiel Instant-Kartoffelbrei, mitzuschleppen, als jemand, bei dem das umgekehrt ist. Ja? Auch wenn auf dem Papier Instant-Kartoffelbrei deutlich mehr Kalorien hat als Trockenfleisch. Aber wenn man das nicht weiß über sich selber, ja, oder für eine Gruppe heterogener Art plant und nicht weiß, wie die jeweils drauf sind, dann kann man das eben entsprechend nicht berücksichtigen und dann landet man wieder beim Brennwert. Genuss steht wirklich nicht im Vordergrund für Tourenverpflegung, aber man muss auch nicht allzu sehr leiden. Ja?
Und daher versuche ich schon so irgendwie zumindest ein halbwegs ausgeglichenes Verhältnis aus Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten hinzukriegen, das für mich persönlich bisher immer gut funktioniert hat. Man hat da ja irgendwann, nachdem man das Ganze 18 Jahre macht, gewisse Erfahrungswerte. Ja? Und für mich, nach diesen Erfahrungswerten, funktioniert die gängige Kalorien-, also Brennwertangabe, die auf den Nahrungsmitteln drauf ist, eigentlich ziemlich gut. Ich habe selten festgestellt, dass etwas mit wenig Brennwert mich trotzdem super satt macht, weil besonders viel Eiweiß drin wäre. Und wenn ich sage, dass ich das Gefühl habe, dass es mir Kraft gibt, wenn ich Trockenfleisch futtere, dann meine ich das tatsächlich so, dass ich nur das Gefühl habe. Es ist nicht wirklich so. Ich bin danach nicht schneller. Ich bin danach nicht wirklich flotter auf dem Berg. Und ich kriege danach nicht weniger schnell Hunger. Ich hatte das nämlich schon mal ein bisschen wirklich auch tatsächlich beobachtet, also auch mit Uhr und mit wirklichen Zahlen. Und es ist ziemlich wurscht. Und die Kalorien, die eben auf der Packung draufstehen, passen bei mir ganz gut. So, Ende dieses Themas. Aber ist toll und gut und richtig, dass ihr da immer wieder darauf hinweist, dass Kalorien nicht gleich Kalorien sind. Das ist so, ja. Es ist nur halt eben, wenn man allgemeine Empfehlungen abgeben möchte, egal. So, dann jedes Mal, wenn ich irgendeine Packliste mache mit Essen, fragt jemand, warum kein Speck? Kurze Frage, kurze Antwort, schmeckt uns nicht. Also weder Evelyn noch ich, wir mögen alle beide nicht unbedingt diesen reinen Speck. Schmeckt uns einfach nicht. Ja, es gibt da Qualitäten, die sind krass, die zergehen fast schon auf der Zunge. Alles gut. Alles wunderbar, aber es schmeckt uns einfach wirklich nicht. Also ich persönlich habe da echt Schwierigkeiten mit. Ich kriege das nicht runter. Ich glaube, ich habe da mal, als ich klein war, irgendwie zu viel drauf rumgekaut und irgendwie war das so ein bisschen, das ist mir irgendwie im Hirn hängen geblieben, dass ich da wirklich sehr negative Assoziationen zu habe. Aber wer das mag, natürlich ist das ein hocheffizientes Nahrungsmittel. Also so ein richtig schön fetter Speck. So ein richtig schön guter, tolle Qualität eben, damit er schön zart ist, vergleichsweise. Das kann ich echt nachvollziehen. Ja, und das ist gut, dass sie das anmerkt. Und das ist auch vor allen Dingen dahin gut, dass ja auch Anfänger teilweise eben diese Packvideos und diese Tourenvideos gucken und hoffentlich auch in den Kommentaren eben entsprechend nachlesen und dann das da lesen. Also alles tippitoppi, wirklich super. Aber da diese Frage doch relativ häufig aufkommt, habe ich gedacht, ich wollte es mal ganz kurz aufgreifen. Es hat lediglich geschmackliche Gründe, das ist der einzige Grund. Ansonsten ist da alles gut dran. Ja, dann hatte ich noch die Sache mit dem lieber ein bisschen weniger Anfangsrucksackgewicht als und ein bisschen mehr Endrucksackgewicht als umgekehrt. Das hatte ich ja eben schon eingebaut bei der Frage mit dem wahnsinnig schweren Kochersetup. Übrigens nochmal zum Thema, weil ich reg mich tatsächlich auf. Ich habe so lange überlegt, wie ich die Packliste da am blödesten gestalte und ein paar Leute sind immer noch der Meinung, manches ist nicht zu effizient. Also, ja, ein paar Sachen in dieser Ausrüstung sind durchaus günstig. Ja, das ist so. Ja. Aber da ist die entsprechend teurere Variante wirklich nur noch ein paar Gramm leichter. Da kann man wirklich nicht mehr viel sparen. Daher sind die günstig. Weil wenn du mit viel mehr Geld nur ein ganz paar Gramm sparst, dann sehe ich das nicht ganz ein. So, das mit dem Kocher habe ich erklärt. So, und das Einzige, was da noch zu schwer ist an der Ausrüstung, mal abgesehen von meinem Rucksack selber, aber Rucksack sind wie Schuhe, die müssen passen. Du kannst dir nicht einen auf dem Papier super leichten Rucksack aussuchen, der dir nicht passt. Auch wenn der auf dem Papier gut aussieht und auf dem Papier da was Schönes steht, was dir gefällt. Wenn der dir nicht passt, dann bringt das nichts. Und es ist wichtiger, dass der Rucksack passt. Und dafür kann er auch 1,5 Kilo mehr wiegen als ein vergleichbarer anderer Rucksack. Also das ist wirklich das Allerwichtigste. Das ist wie Schuhe. Die müssen passen. Wenn sie dann gelb sind, ja, oder lila, blassblau und rote Punkte haben. Das ist mir scheißegal. Wenn das der Schuh super, super gut passt, dann würde ich auch so einen anziehen. Jetzt gibt es das nicht im Outdoor-Bereich, aber es wäre mir wirklich völlig egal. Also nochmal zur Effizienz von meiner Packliste. Natürlich ist die ganze Kamera-Equipment-Geschichte nicht effizient. Das ist aber auch egal, weil das Zeug ist, was ich aus beruflichen Gründen zusätzlich mitschleppen möchte. Ich will das mitnehmen.
das muss ich nicht mitnehmen und ich sage niemandem, dass er das mitnehmen muss und natürlich ist das nicht effizient, aber das kann man im Prinzip wirklich auslagern, weil das Zeug, was ich mitschleppe, dafür da ist, dass es Bildmaterial gibt. So. Und wenn man das weglässt, dann sind wir bei fast nahezu tatsächlich Leichtwandern, da der Proviant ja auch nicht mitzählt. Und wenn man dann noch die Seife wegrechnet und das Klopapier und so weiter und so fort, dann kommen wir, selbst mit dem superschweren Rucksack, den ich habe, immer noch auf Leichtwandern, was es nicht ist, weil eben das schwere Kameraequipment mitgeschleppt werden muss. Möchte, ja? Und übrigens vielen herzlichen Dank an die für die vielen Tipps, die diesbezüglich gekommen sind. Das war auch sehr hilfreich und das hat mich auch in vielen bestätigt, hat mich auf manche interessante Idee gebracht. Und da möchte ich nochmal ganz ausdrücklich und nochmal deutlich entsprechend Danke sagen. Ich hoffe, es ist mir niemand böse, der was anderes empfohlen hat, als das, was ich jetzt letztendlich mitnehmen möchte. Ich habe trotzdem auf jeden Fall drüber nachgedacht und es war mir ein wichtiger Rat, alles, was diesbezüglich eben entsprechend gekommen ist. So. Dann gibt es viele Kommentare im Stil von Zahnbürste absägen, aber schweren Topf dabei. Da gibt es einen Logikfehler. Da gibt es definitiv einen Logikfehler, den ich nicht verstehe. Und vielleicht mag mir jemand hier mal noch drunter schreiben, was ich nicht, wieso, warum ich das, wo der Fehler liegt, ja, in meiner Denkweise. Wenn ich was Schweres mitnehme, was ich unbedingt dabei haben möchte, wie zum Beispiel ein relativ schweres Objektiv, ha? Und das will ich unbedingt dabei haben, weil ich bereit bin, es zu tragen, weil das, was es kann, mir sehr nützlich und sehr wichtig ist unterwegs. Ha? Ich aber weiß, dass es schwer ist. So, wenn ich das also mitnehmen möchte, dann muss ich gleichzeitig meine Zahnbürste lang lassen, um an anderen Stellen auch kein Gewicht einzusparen? Hä? Wäre es nicht irgendwie logischer, dass wenn ich Dinge mitnehmen möchte, die schwer sind, weil ich sie zu brauchen meine, dann versuche überall sonst, wo ich etwas nicht unbedingt brauche, da dann Gewicht zu sparen? Wäre das nicht irgendwie logischer, um auszugleichen, dass ich einzelne Dinge mitnehme, die schwer sind? Vielleicht. Oder bin ich jetzt völlig auf dem Holzweg und ich verstehe es nur einfach nicht. Also, wenn man irgendwo Gewicht spart, muss man überall Gewicht sparen. Wenn man eine schwere Sache mitnimmt, muss man nur schwere Sachen mitnehmen. Nur so funktioniert das. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, das würde mich wirklich brennend interessieren, wo da der Fehler liegt, ja? In diesem Zusammenhang übrigens auch, das ist sicherlich in allermeisten Fällen lieb gemeint und so verstehe ich es auch und das ist ja auch ein bisschen lustig, Packesel mitnehmen, ja? Tatsächlich, Überraschung, das ist nicht die erste Tour, die wir machen. Wir wissen beide, dass wir diese Gewichte, die uns auf uns zukommen, sehr wohl tragen können. Und wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, 14 Tage autark durch die Landschaft rennen, das ist nicht die Oberkante. Das ist es nicht. Man kann auch 3 Wochen, gibt es Leute, die das hinkriegen. Es soll sogar Leute geben, die 4 Wochen schaffen. Aber 14 Tage ist für einen normalen Breitensportler und einen normalen, also bestenfalls Breitensport, also Breitensportler, ist 14 Tage wirklich schon relativ ambitioniert, ja. Und dafür muss man dann natürlich auch relativ viel Proviant mitschleppen. Und wenn ich mir mal angucke, was immer noch so in den Büchern drin steht, die man da so lesen kann, und auf vielen Blogs und auf vielen Homepagen und so weiter von anderen Leuten, die wandern, und auch in vielen anderer Leute YouTube-Videos, was die pro Tag an Gramm an Futter rechnen, was die mitschleppen, da sind wir immer noch relativ wenig unterwegs. Es gab übrigens auch ein paar Kommentare von Leuten, die scheinbar nicht kapiert haben, dass es sich um 14 Tage handelt, die irgendwie gedacht haben, das sei für eine Woche der Haufen Fressalien, der da rumliegt. Nein, der ist für 2 Wochen und ausdehnbar auf 16 oder 17 Tage. Und das ohne allzu großes Leid zu verursachen, auf 16, 17 Tage ausdehnbar. Und für so einen langen Zeitraum kommt dann schon ein bisschen Nahrung zusammen. Ich hatte ja auch im entsprechenden Proviant-Video rumgewitzelt, dass man dies und das und jenes vielleicht noch ein bisschen reduzieren könnte und wir insgesamt vielleicht nochmal 1 Kilo da lassen. Da haben wir jetzt auch nochmal drüber gesprochen, ja. Und es wird auch ungefähr noch 1 Kilo da bleiben. Und dann sind wir bei circa 14 Kilo. Und das sind dann circa 500 Gramm pro Person und Tag. Und das ist ein völlig normaler Wert. Und wenn man dann halt so lange unterwegs sein will, dann muss man halt eben 14 Kilo fressen mit sich rumtragen. Nein, wir nehmen kein Wägelchen mit,
Selbstverständlich gibt es tatsächlich Outdoor-Wägelchen, die man hinter sich herzerren kann, um eben große Mengen an Zeug eben entsprechend zu transportieren. Das wäre auf dem Arctic Circle Trail vielleicht sogar gerade noch so zu bewerkstelligen. Aber ne, das muss einfach nicht sein. Und nochmal, aus Erfahrung wissen wir, wir können problemlos, insbesondere da es ja dann relativ schnell pro Tag 500 Gramm leichter wird, mit 23 Kilo auf dem Rücken jeweils starten. Das geht schon. Ja? Wir machen auch keine 30 Kilometer damit mit den 23 Kilo, sondern nur soweit wir halt Bock haben. Wir laufen so 6 bis 8 Stunden jeden Tag ungefähr. Und soweit wir dann halt eben entsprechend gekommen sind. Wir haben ja sehr, sehr, sehr viel Zeit. Der Weg ist ja für 10 Tage ausgelegt und wir haben 14. Das heißt, wir können ruhig auch mal eine komplette Etappe ausfallen lassen, mal einen Tag Pause machen, das ist auch vorgesehen. Wenn wir Pause machen, irgendwie in die Berge hochsteigen und uns da ein bisschen umgucken oder wirklich einfach nur mal einen Tag relaxen. Das ist alles möglich, weil wir eben so viel Proviant dabei haben und damit ich auch Zeit habe zum Botanisieren, zum die Landschaft angucken, zum nach geologischen Phänomenen suchen, zum schöne Fotos machen, zum Rumphilosophieren, zum Video drehen. Auch Zeit ist zwischendurch die Kameraakkus wieder aufzuladen per Solarpanel, was natürlich noch besser geht, wenn man dabei nicht weiterläuft. Das geht zwar auch, aber noch besser geht es, wenn man es halt nicht tut. Und so weiter und so weiter. Ja, also dann kommt tatsächlich ein Haufen Fressalien natürlich zusammen für so eine lange Zeit. Aber es ist nicht so, dass das nicht geht. Dann auch mehrfach kam der Hinweis, Bambuszahnbürste. Die Bambuszahnbürste verfolgt mich inzwischen so ein bisschen. Auch das ist sicherlich lieb gemeint, ja. Und bitte auch nicht als Gemecker verstehen, aber ich habe das Bedürfnis, mich dazu einfach nochmal zu äußern. Nämlich, erstens, gerade heute habe ich mitbekommen, der entsprechende Bericht ist vielleicht noch einen Tag älter, wenn man nochmal ein bisschen in den Medien länger sucht, ob das nicht vielleicht schon früher bekannt geworden ist, in den ganzen Bambuskram, diesen ganzen nachhaltigen Bambusteller, Bambusgeschirr, Bambusbesteck, Bambuszahnbürste ist gar nicht nur Bambus, sondern zum Teil sehr wohl auch noch irgendwelche Chemikalien, damit das Ganze besser hält und so weiter und so fort drin. Also quasi auch wieder eine gewisse Plastikbeschichtung auf dem Zeug drauf. Und dazu gehört auch die Bambuszahnbürste. Das heißt, die Bambuszahnbürste, die man bisher so kriegen konnte, die ist gar nicht so gut. Stiftung Warentest hat da nämlich eben entsprechend rumgetestet und wirklich ganz viele Plastikrückstände in den allermeisten Bambusprodukten gefunden. Das erste zum Thema Bambuszahnbürste. Das zweite zum Thema Bambuszahnbürste. Eine Tourenzahnbürste ist nicht für eine Tour und wird dann weggeschmissen, sondern die benutzen wir meistens mehrere Jahre. Ja, also heißt, wenn man sie lange genug benutzt, ist eine Plastikzahnbürste. Das muss man auch wieder in der Relation sehen. Ich meine, ich weiß nicht, was für einen Zahnbürstenverbrauch der Durchschnittsdeutsche hat, aber ich glaube, es gibt auch irgendwelche Statistiken, dass man die Dinge viel seltener wechselt, als man sie sollte, wenn man den Zahnarzt fragen würde. Ja, was ja keiner tut, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Jedenfalls. Das bisschen Plastik, was an so einer Zahnbürste dran ist, und wenn man die dann ein Jahr lang nutzt, also jetzt die normale, nicht die Tourenzahnbürste, das amortisiert sich derartig, dass irgendwie die Einsparung an meinetwegen Plastik, an meinetwegen Ressourcen, an Wasser, an Energie, an Treibhausgasemissionen und was auch immer beim Erwerben einer Bambuszahnbürste, die man stattdessen ein Jahr nutzt, irgendwie minimal ist. Und eine Bambuszahnbürste zu besitzen, ist natürlich ein Statement. Ja? Und das ist natürlich ein Signal in die richtige Richtung. Und jeder, der eine Bambuszahnbürste hat, ist mir grundsätzlich auch erstmal sympathisch. Aber wenn wir das mal im globalen Maßstab sehen, ist das Müllproblem des Planeten gelöst, wenn jeder eine Bambuszahnbürste kauft statt einer normalen Zahnbürste? Ist das Müllproblem, ich glaube nicht. Ne? Bringt es dem Müllproblem auch nur 1%? Nein. Sind wir irgendwo in der Größenordnung von einem Promille? Nee, auch nicht. Ja, 220 Kilo Müll pro Jahr. Wie viel wiegt eine Zahnbürste? 12 Gramm. Selbst wenn du 5 Zahnbürsten pro Jahr wegschmeißt, dann bist du nicht mal im Promillebereich der Gesamtmenge an Plastikverpackungsmüll, die man im Jahr produziert. Ja? Also eine Bambuszahnbürste, wie gesagt, es ist ein Statement und es ist toll und es ist schön, aber das ändert nichts. Das sind kosmetische Verbesserungen. Ja? Meine Mutter
die personifizierte Nachhaltigkeit, die immer noch mit einer 45 Jahre alten Bratpfanne, bei der der Griff langsam abfliegt und das übrigens schon seit 20 Jahren, am liebsten Pfannkuchen backt. Die hat jetzt rausgefunden, dass man bei Edeka neuerdings, wenn man an der Bedientheke, also Fleisch, Wurst, Käse, mit einer Tupper-Schüssel oder sonst was für eine Schüssel entsprechend aufkreuzt, also Mehrwegplastik, böse Plastik, die übrigens auch 40 Jahre alt ist, kriegt man da eben sein entsprechendes Fleisch, Wurst, Käse rein und kann das mit zur Kasse nehmen und kriegt dann einen Stempel. Und wenn man 10 Stempel hat, dann wird ein Baum gepflanzt. Das ist die Edeka-Baumpflanzaktion. Übrigens eine coole Idee. Übrigens auch dahingehend mal ganz interessant und erheblich anders da als die meisten Baumpflanzaktionen. Gibt es ja genügend bei uns. Dinge, wo du Bäume pflanzen kannst. Meistens eben in den Tropen, weil da ist billiger. Bei Edeka werden die Bäume tatsächlich, zumindest wenn sich irgendwie in der Nähe eine Stelle finden lässt, wo das geht, zumindest sagen sie das so. Bisher habe ich noch keine Baumpflanzaktion mitbekommen, aber das wird jetzt hoffentlich mal bald der Fall sein. Mutter hat schon 8 Bäume gepflanzt, also umgerechnet. Jedenfalls wollen sie in der Nähe Bäume pflanzen, ja, also in Deutschland, lokal, da wo es was kostet. Und das finde ich ist mal ein interessanter anderer Ansatz, davon aber abgesehen, ja. Aber jedenfalls diese Plastikvermeidung, dass Mutter immer mit der Mehrwegdose zur entsprechenden Frischfleischtheke geht und so weiter. Mal ehrlich, was kommt da pro Jahr bei rum? Ein Kilo? Lass es 1,5 sein. Sie geht wirklich sehr oft einkaufen. Das macht sie so aus Hobbygründen einfach so. Oh, man hat ja Zeit. Und deshalb täglicher Spaziergang eben zum Einkaufen gehen. Dann halt wirklich immer nur so 3-4 Dinge. Aber tut ja nicht weh. Und als Spaziergang ist es ja auch nicht CO2-imitierend. Wenn sie mit dem Auto fahren würde, das wäre was anderes. Aber tut sie nicht. Und so gesehen finde ich das eigentlich ganz cool und irgendwie witzig. Aber was sie damit letztendlich an Plastik einspart, dadurch, dass sie immer ihre Mehrwegdose nimmt, das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da sind wir bei ungefähr 1% vom Jahresaufkommen. Und dafür wirklich einen ziemlichen Aufwand betreiben man muss. Ja, ist nicht nichts. Aber das sind einfach mal so die Größenordnungen, die man sich klar machen muss, was solche kleinen kosmetischen Verbesserungen beim Plastikverbrauch bewirken. Nämlich wirklich, wirklich, wirklich nicht viel. Ja, und das Statement, eine Bambuszahnbürste zu besitzen, könnte ich auch mal abgeben. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber der Dinge durchrechnende Teil von mir sagt, und das ist vielleicht auch ein Fehler, das kann gut sein. Ja, wer dazu eine Meinung hat, möge sie bitte gerne in die Kommentare schreiben. So, und dann haben wir es eigentlich, ehrlich gesagt, sogar schon fast. Manches ging dann doch ja relativ kurz. Und zwar, was ist jetzt noch übrig? Ich trage ja hin und wieder auch mal in dem ein oder anderen Video, nicht weil ich damit Werbung machen möchte, sondern weil ich es wirklich ständig anhabe, die Klamotten vom Decathlon. Decathlon ist wahrscheinlich inzwischen relativ bekannt, was das ist. Das ist eben halt so ein Sportdiscounter, wo du zu verschiedenen Sportarten wirklich saumäßig günstig, meistens ins Eigenmarken, in sonst wo produziert, wenn es überhaupt China wäre, ich wage es zu bezweifeln, kriegen kannst, ja. Natürlich ist das alles wahrscheinlich von Kindern zusammengenäht und unter Missachtung sämtlicher Brandschutzvorschriften und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und so weiter und so weiter und so weiter. Wer damit ein Riesenproblem hat, der kauft da hoffentlich nicht ein. So. Wer damit nicht ein Riesenproblem hat, der würde wahrscheinlich trotzdem einkaufen, gegebenenfalls. Insbesondere, wenn er so ein Ding vor der Haustür hat, so wie ich. Das kommt noch erschwerend dazu, ja. Also ich muss da nicht irgendwie online irgendwie was bestellen, sondern ich kann da tatsächlich hinfahren und mir da was aus dem Regal nehmen. Und natürlich ist dieser Laden so aufgebaut, dass man da immer was Schönes findet, was man aus dem Regal nehmen kann. Und daher muss ich mich jedes Mal zusammenreißen, dass ich auch wirklich nur das kaufe, was ich vorhatte, mir da ursprünglich zu holen. Meinetwegen noch ein T-Shirt oder irgendwie sowas, ne. Darauf läuft es meistens hinaus. Oder hin und wieder mal noch was zum Testen für irgendwelche Videozwecke. Da werdet ihr auch das eine oder andere finden, wo ich irgendwelche Decathlon-Artikel mal ausprobiere. So,
da bin ich dann hin und wieder auch mal darauf angesprochen worden, dass das ja nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und da kann man, muss man nicht zwingend, grundsätzlich ist das auch nicht ganz falsch, diese Aussage. Ja, das kann ich jetzt auch nicht behaupten. Das hat nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun, das ist richtig. Aber auch da muss man mal schauen, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, beziehungsweise wie sehr auf der Seite des Bösen befinden wir uns, wenn wir beim Decathlon einkaufen, zum Beispiel, oder bei einem anderen Discounter. Von mir ist auch ein Funktionsshirt bei Kick. Ich habe keine Ahnung, ob es da Funktionsshirts gibt, das weiß ich nicht. Da war ich ehrlich gesagt noch nie. Jedenfalls sind wir da wirklich schon ganz, ganz nah am Abgrund, wenn wir da einkaufen. Und wie viel besser ist es, wenn wir zum Beispiel uns ein Fjällräven-T-Shirt kaufen, meinetwegen, das genauso in China produziert ist und meinetwegen auch nur aus irgendwelcher Synthetik besteht. Ja? Und da habe ich mich mal wirklich ein bisschen schlau gemacht, aber habe ich schon länger. Und da gibt es ein paar Dinge, die sind eigentlich verblüffend, wo man so nicht mit rechnet, wenn man sich nicht eben mal ein bisschen mit der Thematik intensiver auseinandersetzt. Und vom Gefühl her würde ich jetzt das Gefühl haben, dass ich mit einem Fjällräven-T-Shirt natürlich was unendlich viel Nachhaltigeres kaufen würde, als mit einem gleichwertigen, also was heißt gleichwertigen, einem ebenfalls Synthetik-T-Shirt für 7% vom Geld, das es beim Decathlon gibt. Irgendwie, ne? So in dieser Preisrelation befinden wir uns tatsächlich. Also ein stinknormales Synthetik-T-Shirt, was man für verschiedene Sportarten wie Wandern im Grunde gut nehmen kann. Es hat da ganz praktische Eigenschaften für. Es leitet nämlich den Schweiß gut ab. Es trocknet schnell. Es müffelt zwar schnell, aber ob du jetzt einen Tag früher oder später stinkst, ist mir eigentlich immer fast schon egal. Aber gut, kann man natürlich auch sagen, man möchte gerne was weniger schnell müffelt und so weiter. Ist okay, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die Eigenschaften so halbwegs vergleichbar wären. So, ne? Ja, und dann kommen wir zu dem Punkt, der mir schon länger auch auf der Liste steht von Themen, die ich mal allgemein ansprechen möchte, wo ich aber jetzt nicht direkt ein Video drüber machen möchte. Thema Nachhaltigkeit ist ja immer so ein bisschen was, womit man sich wunderbar beschäftigen kann. Und wenn es um Nachhaltigkeit im Konsum geht, jetzt nicht unbedingt so sehr im Wald, das machen wir natürlich auch nochmal demnächst dann wieder mal irgendwann, aber nachhaltig im Konsum, da muss man natürlich immer gucken, was kauft man denn so. So, und grundsätzlich gilt, wenn du nichts kaufst, ist immer am nachhaltigsten. Wenn du was kaufst, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder kaufst du super, super nachhaltig oder du kaufst halt irgendwo in der Mitte oder du kaufst halt Scheiße. So, und dazwischen gibt es nochmal eine Abstufung. Also wichtig, es gibt nicht nur Scheiße und es gibt toll, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Und manches, wo man denkt, oh, das ist total toll, ist in Wirklichkeit scheiße. Oder zumindest kurz davor. Wenn wir uns nämlich das angucken, was man entweder Lifecycle Assessment oder Ökobilanzierung nennt. Ja, das ist nicht das Gleiche. Das Lifecycle Assessment bezieht sich auf den kompletten Lebensweg eines Produktes inklusive dessen Entsorgung. Da kommt was gut bei weg, was zum Beispiel recycelbar ist. Also sprich, Kunststoff ist gar nicht so schlecht, wenn man sich den kompletten Lifecycle Assessment anguckt. Kunststoff ist böse. Ja, ja, wir sind uns alle einig, dass das böse ist. Bitte mir nicht unterstellen, dass ich es nicht gesagt habe, dass es nicht böse ist. Es ist böse. Aber wenn man es wieder recycelt und dann nochmal nutzt, wenn man das tatsächlich auch macht und nicht nur sagt, man könnte es machen, sondern man macht es tatsächlich, das ist der wesentliche springende Punkt. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Dann ist Kunststoff ein verdammt nachhaltiges Material. Weil das Problem, dass das Zeug ewig hält und niemals biologisch abgebaut wird, ist gleichzeitig auch ein Vorteil. Das Zeug hält ewig und wird niemals biologisch abgebaut. Wenn man also nicht durch Eitelkeit, Mode oder irgendwas anderes davon abgehalten wird, ein Kunstfaser-Kleidungsstück super lange anzuziehen, dann wird es irgendwann verdammt nachhaltig. Insbesondere, wenn man sich dann noch entschließt, das Ding, nachdem man es dann irgendwann wirklich nicht mehr anziehen möchte, so recyceln zu lassen, dass daraus wieder was anderes Nützliches entstehen kann. Das Problem ist, Letzteres wird schwierig. Aha, du wirfst es letztendlich ja dann doch in den normalen Müll, in den normalen, theoretisch zu recycelnden Plastikmüll, aber halt auch nur theoretisch, praktisch wird davon ja nur ein ganz kleiner Teil recycelt und die Mehrheit wird verbrannt oder passiert sonst irgendein Scheiß damit, ja?
Das ist natürlich ein Problem der Gesellschaft, dass einfach unsere Abfallentsorgungsindustrie so weit noch nicht ist, dass wir diesen Recyclingkreislauf auf höhere Prozente noch nicht gebracht haben. Ich kenne mich nicht aus, was es da technisch für braucht. Ich weiß auch nicht, was es dafür politisch nicht noch so braucht. Ich bin mir sicher, dass das eine oder andere sich vielleicht machbar wäre, wenn man wollte, wenn man da noch mehr Zeit und vor allen Dingen Geld natürlich auch investieren würde. Aber das ist auf jeden Fall noch nicht ganz toll. Ja, aber trotzdem, ein Kunstfaserkleidungsstück, das man ganz lange anhat, wird irgendwann verflucht nachhaltig. Ja? Für die, wenn man ein entsprechendes Kleidungsstück, das im ersten Moment voll Öko daherkommt, wie ein Wollpullover, meinetwegen auch noch von irgendeiner tollen Ökomarke, wenn man den auch nachhaltig kriegen will, muss man den ungefähr die vierfache Zeit lang anhaben, um den ganzen Aufwand, der für die Produktion dieses Wollpullovers notwendig war, nämlich das Schaf, das Methan pupst, das Weidefläche braucht, das gegebenenfalls Wald runterhält, der alternativ jede Menge CO2 speichern könnte, das Futter vom Schaf, wenn es im Stall leben muss, plus den Aufwand für Scheren, für den Transport der Wolle, wenn die Wolle nämlich aus Neuseeland kommt, für die ganze Verarbeitung der Wolle, das Walken und das Behandeln der Wolle gegebenenfalls, und da kommt dann ein ganzer Rattenschwanz raus. Kunststoff herstellen ist energieintensiv, aber nicht mal so wahnsinnig sehr. Und dann wird der Kunststoff als Faden irgendwo rausgepresst und dann ist der Faden da. Und dann muss das Ding nur noch genäht werden, dann ist fertig. Ja. Daher, Wolle kommt echt eine Stufe mieser weg als ein völlig neuer, frisch aus Erdöl hergestellter Fließpulli beispielsweise. Ja. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Und zwar: von böse nach gut, nach Ökobilanzierung. Nicht Lifecycle Assessment, das würde ja noch die Entsorgung mit einbeziehen, sondern jetzt erstmal nur Ökobilanzierung, also sprich nur die Herstellung plus den Weg zum Kunden. Also von China nach Indien, zurück nach China, dann zum Umverpacken nach Bangladesch, dann nochmal nach Indien, damit ein Aufkleber drauf geklebt wird und von da nochmal nach China, weil das günstiger ist, von China nach Deutschland zu schicken, als von Indien nach Deutschland. Weil bessere Handelsbeziehungen. Ungefähr so, ja? Muss nicht wirklich so ablaufen, aber in der Praxis gibt es sowas leider tatsächlich. Ja? Wie gesagt, von böse nach gut aus der Ökobilanzierung raus. Billige konventionelle Baumwollklamotten. Nichts ist böser als billige konventionelle Baumwollklamotten, weil Baumwolle ist ein scheiß empfindlicher Busch und braucht einen Haufen Wasser. Und das in Regionen, in denen es nicht viel Wasser gibt. So, das heißt, da verdorrt alles andere, damit wir billige Baumwolle bekommen. Außerdem braucht sie noch massenhaft Pflanzenschutzmittel, das lässt die Böden weiter verdorren, reduziert das Wasseraufnahmepotenzial der Böden, sollte es also in der Baumwollplantage doch mal natürlich regnen, dann funktioniert das nicht, weil der Boden schon völlig am Arsch ist, weil man da auch mit Pflanzenschutzmitteln arbeiten muss. Baumwolle, konventioneller Anbau in den Gebieten, wo sie eigentlich schnell wächst, ist Gift fürs Ökosystem. Punkt. Ja? Also billige Baumwollklamotten, ich besitze auch welche. Andererseits besitze ich die auch schon sehr lange. Ich trage wirklich meine Klamotten, bis sie eigentlich mehr auseinanderfallen und nicht mehr anziehbar sind, weil sie 17 Löcher haben. Das Ding hat erst 3, hier vielleicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Das interessiert mich einen Scheiß. Das wird weiter angezogen, bis die Löcher so groß sind, dass jede Menge vom Untergrund zu sehen ist. Dann wird es irgendwann doch zu peinlich. Und dann werde ich drüber nachdenken, ob man das stopfen kann. Und wenn man es nicht stopfen kann, dann ist mal wieder ein neues T-Shirt fällig. Ich habe teilweise noch T-Shirts, die sind 20 Jahre alt und die werden auch weiterhin angezogen. Das ist mir egal. So, also was Klamotten angeht, das klappt ganz gut mit der Nachhaltigkeit bei mir. In vielen anderen Bedingungen nicht so. Ne? Ich fahre zum Beispiel hin und wieder Auto. Das ist auch nicht gut. Das würde ich eigentlich im Grunde. Wäre es besser, wenn ich das sein lasse, aber das kriege ich nicht hin. Weil manchmal muss ich einfach Auto fahren, auch aus beruflichen Gründen, aber gut. Jedenfalls konventionelle Baumwolle, ganz, ganz böse. So, auf Platz 2 der Bösartigkeit, Wolle. Ja? Wollschlafsäcke, total bio, nachhaltig und gibt einem ein gutes Gefühl, nicht in Plastik zu liegen. Das mag auch alles stimmen,
Und das ist auch alles in Ordnung. Und wenn man den dann wirklich auch 30 Jahre lang benutzt, ist auch alles in Ordnung. Aber ja, 30 Jahre lang ungefähr muss man den benutzen, sofern man nicht jede Nacht drin schläft. Dann ist natürlich früher der Punkt erreicht, wo sich das Ding eben entsprechend amortisiert hat, sodass man jetzt von einem nachhaltigen Umgang mit dem Produkt sprechen kann. Aber Wolle ist eben aufgrund der Tatsache, dass Schafe unter anderem eben auch noch Methan pupsen, von der Ökobilanzierung her, wenn das eben die Methode ist, die man sich angucken möchte, und das tun wir gerade, ist Wolle scheiße. Schlicht und ergreifend wirklich scheiße. Kann man nicht anders sagen. Das gleiche gilt für Bio-Wolle. Das bleibt das gleiche Prinzip, dass das Schaf halt da irgendwie versorgt werden muss und immer noch Methan pupst. Ist dann Biomethan? Es ändert überhaupt nichts. Grundsätzlich muss man auch sagen, in vielen Problemen ist Biolandbau, das Produkt, was rauskommt, mag gesünder und schöner und toller sein, ist vielleicht auch ethisch vertretbarer und eventuell kriegt der Bauer mehr Geld dafür und das ist alles toll. Aber rein für den Planeten ist es in vielen Fällen gar nicht so wichtig, ob das Bioanbau oder konventionell ist. Modern konventionell, vernünftig konventionell, ja nicht krass bescheuert konventionell, da muss man auch nochmal unterscheiden. Aber auch da ist das fällt schon auf. So, jetzt Platz 3. Plastikkleidung aus neuem Plastik. Das wäre so ziemlich alles, was man beim Decathlon kaufen kann. Ja? Das ist also weniger böse als konventionelle Baumwolle und Wollprodukte. Aber da sind wir jetzt. Im Mittelfeld, ja, weil das Zeug wird mit Sicherheit noch mit irgendwelchen komischen lustigen Zusatzstoffen irgendwo in sonst wo aus einer Presse gepresst und irgendwo in sonst wo zusammengenäht. Das Schöne ist aber, dass man halt nicht die Notwendigkeit hat, den Rohstoff erst von meinetwegen Neuseeland nach Indien und zurück nach China zu schiffen, sondern man kann im gleichen Billiglohnland das Zeug produzieren, nähen plus direkt in die Industriestaaten verschippen. Das heißt, der Aufwand, der logistische Aufwand, hält sich in Grenzen, weil nicht Rohstoff und Produktion in zwei unterschiedlichen Ländern liegen. Und das Zeug besteht natürlich aus Erdöl. Und Plastikklamotten haben noch einen wesentlichen weiteren gravierenden Nachteil, den wir auch nicht vergessen dürfen. Dazu komme ich aber erst am Schluss. Aber jetzt so von der reinen Ökobilanzierung her sind die im Mittelfeld. Die sind also gar nicht scheiße, sondern mittel. Besser ist Biobaumwolle, weil die hat eine erheblich miesere Produktionsrate, aber dafür wird der Boden dabei nicht zerstört. Man arbeitet mit erheblich weniger Pflanzenschutzmitteln und kommt meistens ohne großartig viel Bewässerung aus. Das ist dann ganz in Ordnung. Das Problem ist nur, Biobaumwolle gibt so wenig auf dem Planeten, dass der Bedarf nach Baumwolle niemals nur mit Biobaumwolle gedeckt werden könnte. Das geht überhaupt nicht. Ja? Wenn wir die konventionelle Baumwolleproduktion abschaffen wollen würden, was man durchaus wollen kann, wäre nicht schlimm, meiner Meinung nach. Abgesehen davon, dass es dann wieder ein paar Milliarden mehr Arbeitslose gibt, die nämlich auf den Baumwollplantagen unter menschenunwürdigen, sklavenarbeiterischen Bedingungen arbeiten, aber wenigstens Arbeit haben. Davon mal abgesehen, wenn man das abschaffen würde, dann gäbe es nicht mal im Ansatz genug Baumwolle in normaler Bio-Baumwollqualität, um eben dieses Defizit auszugleichen. Heißt, Bio-Baumwolle kann auch nicht die Lösung für die Welt sein, weil so viel kann man davon einfach nicht anbauen. Das ist völlig unmöglich. So, als nächstes auf den vorderen Plätzen in Sachen nachhaltige Produkte kommt dann nämlich Recyclingplastik. PET-Flasche hier zum Beispiel, die dieser Marke, die ich versuche zu verbergen, die man theoretisch wirklich klein raspeln und daraus einen Pulli, Fließpulli machen könnte, wird ja auch gemacht, sowas kann man auch entsprechend kaufen und sowas ist quasi bereits beim Anziehen schon super nachhaltig, ja? Weil dafür der Energieaufwand, den man braucht, um nochmal Plastik zu recyceln und was anderes daraus zu machen, ist super gering. Das kann man oft auch in der Hand der Herstellung machen, sowas wäre auch made in Germany, vielleicht sogar noch halbwegs bezahlbar, natürlich ist dann teuer, aber wäre eine Möglichkeit. Und da hat man dann sehr schnell einen sehr, sehr nachhaltigen Plastikpulli bzw. ein T-Shirt. Und alternative Pflanzenfasern, also nicht Baumwolle. Also tatsächlich zum Beispiel Flachs, Leinen, Hanf, ja das geht. Oder man lässt sich da sonst noch irgendwas Modernes einfallen oder nimmt irgendwelche Pflanzen, von denen man noch nie was gehört hat, die hier wachsen vor Ort.
wo man gar nicht erst was in sonst wo einfliegen muss und wo man auch kaum Pflanzenschutzmittel braucht und wo man auch nicht bewässern muss, weil sie in Regionen der Erde wachsen, in denen das halt nicht notwendig ist. So, und dann wird es dann sehr, sehr nachhaltig. Und sowas kann auch sehr lange halten. Aber außer irgendwelchen interessanten Menschen, die in Städten rumlaufen, wo ich neulich in Köln war. Ich war nämlich beim DAV, also folgendes, der DAV, der Deutsche Alpenverein, die haben ja überall so Kleingruppen. Ja? Und ich glaube, das war Düsseldorf. War es Düsseldorf? Ich glaube schon. Jedenfalls diese Kleingruppen, die neigen ja dazu, nicht jedes Mal, wenn die sich irgendwie treffen wollen, die Alpen zu fahren. Insbesondere, wenn es tendenziell eher norddeutsche Kleingruppen sind. So, auch wenn es der Alpenverein ist. Und daher treffen die sich auch mal woanders. So, und da war ich da, ne, als Referent. Und das war auch toll. Kann ich sehr empfehlen, falls ihr auch Referent seid und da mal hin wollt. jedenfalls war ich in diesem Zusammenhang an Köln. Ja, und ich als kleiner Ben, ich komme ja selten in die große Stadt. Und wenn ich mal in der großen Stadt bin, dann sehe ich da Dinge, boah, das gibt's tatsächlich. Sowas wie zum Beispiel diese E-Scooter, ja, diese Rollerchen mit Elektroantrieb. Hab so ein Ding in Real Life noch nie gesehen, ja? Nur in den Nachrichten. Und in Köln fahren die tatsächlich rum. Überraschung. Wow. Naja, hat auch überhaupt nichts mit der Thematik zu tun. Ich meine nur, wenn man in Städte kommt, dann kann man auch tatsächlich Leute sehen, die wirklich in alternativen Pflanzenfasern rumrennen. Die sieht man bei mir auf dem Dorf nämlich nicht. Aber ja, das gibt es. Das gibt es tatsächlich. Und das ist dann sehr, 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 sehr nachhaltig. So, folgendes. Was natürlich jetzt Naturprodukte von Plastikprodukten nochmal unterscheidet und nochmal ein bisschen besser macht, ja, sonst kommt das Plastik hier zu gut weg, das wollen wir jetzt auch nicht, ist das, dass wann immer du eine Plastikklamotte wäschst, da Fussel abgerieben werden. So, und anders als ein Fussel bei einem Wollpullover oder bei einem Baumwoll-T-Shirt oder was auch immer, ist ein Fussel, der von einem Plastikklamotte abgerieben wird, natürlich ein Plastikfussel. So, und wo kommt der hin? In die Kanalisation. Jetzt ist es ein sehr kleiner Fussel. Und wo landet der nicht? Nicht im Klärwerk. Und wo kommt er dann hin? In den nächsten großen Fluss. Und wo kommt er dann hin? Ins Meer. Und was haben wir dann? Mikroplastik im Meer. Wann immer wir eine Plastikklamotte waschen. So, und das ist tatsächlich ein Problem, das von der Ökobilanzierung tatsächlich nicht erfasst wird, weil das Tool der Ökobilanzierung ja bloß den Herstellungs- und Logistikprozess des entsprechenden Produktes bis zum Verbraucher beobachtet. Das Lifecycle Assessment hingegen, das würde das dann noch mit aufnehmen. Und da kommt es jetzt drauf an. Wenn wir sagen, Plastikprodukte werden recycelt und dann nochmal verwendet und so weiter und so fort, was man mit Baumwolle zum Beispiel schwierig machen kann, man kann auch Baumwolle bis zu einem gewissen Grad recyceln, aber wenn das Ding wirklich so richtig abgetragen ist, dann ist die Faser auch irgendwann nichts mehr wert. Und dann haben wir einen sehr positiven Rundlauf wegen eben dem Recycling. Gleichzeitig haben wir aber das Mikroplastik, das bei jedem Waschen eben entsprechend abgelöst wird. Und jetzt kommt es darauf an, wie man das gewichtet und wie man das bewertet. Und dann werden wir auf jeden Fall irgendwelche Studien finden, bei denen Plastikklamotte in jedem Fall scheiße ist, wegen Mikroplastik im Meer. Und wir werden welche finden, wo Plastikklamotte immer noch gut wegkommt, weil es ist zwar Mikroplastik im Meer, aber es ist dann doch wieder so wenig. Und im Vergleich zu anderen Produkten ist das Zeug dann wieder so nachhaltig, dass man netto dann doch noch ganz gut bei wegkommt. So, und was davon jetzt nun die wirkliche Wahrheit ist, das werden wir, zumindest ich, werde das heute Abend nicht mehr herausfinden. Ihr vielleicht schon, dann ist das schön, dann könnt ihr es mir auch gerne bitte in die Kommentare schreiben. Aber das Problem mit dem Wäsche von so einem Zeug, das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Ich persönlich versuche das so zu lösen, dass ich in Kategorie Kleidung, die oft gewaschen werden muss, wenn ich jetzt nicht ein Kunstfaser-T-Shirt brauche, weil ich irgendwelche sportlichen Aktivitäten vorhabe, für die das aufgrund seiner Funktion und seiner Beschaffenheit gut geeignet ist, ziehe ich lieber Baumwolle an. Ja? Uralte Baumwolle, wohlgemerkt, die schon lange nachhaltig ist, weil sie uralt ist. Wenn ich aber so ein Plastikdingens brauche, ja gut, dann ziehe ich es halt auch mal an. Und in Form von T-Shirts ist es blöd, weil die müssen jedes Mal gewaschen werden danach, weil sie halt sehr schnell stinken. Und dann gibt es tatsächlich Mikroplastik. Und damit muss ich irgendwie mit meinem Gewissen irgendwie klarkommen, weil ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, dieses Problem zu beseitigen. So. Bei anderen Klamotten, die aus Plastik sind,
die man nicht zwingend so oft waschen muss, die wasche ich auch nur ganz selten. Zum Beispiel meine olle schwarze Casual-Jacke, Anthrazit ist sie eigentlich, die man in fast jedem Video, wo ich im Winter draußen hocke, sieht. Die wasche ich höchstens, und auch das nicht jedes Jahr, einmal im Jahr. Aha, weil das reicht. Weil da ist immer noch jede Menge anderes Zeug drunter, wenn ich die anhabe. Und das ist eine Outdoor-Jacke, die ziehe ich nur für draußen an. Und selbst wenn die dann mal irgendwann so ganz leicht nach Ben müffelt, solange sich dann niemand drüber beschwert, wird das Ding nicht gewaschen. Wenn sich dann jemand beschwert, dann schon. Oder wenn sie wirklich mal aussieht wie Sau, dann auch. Aber ja, so ungefähr einmal pro Jahr. So durchschnittlich, kann man ungefähr sagen. Und das ist dann wieder ganz okay, na, von der Nachhaltigkeit her. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Problem mit dem Discounter. Ja? Wenn wir also Plastikklamotten kaufen, also Outdoor-Klamotten, die gute Hightech-Outdoor-Kleidung, ob wir jetzt nun welche kaufen bei Fjällräven oder beim Decathlon, also ich würde jetzt mal vermuten, Fjällräven ist übrigens beim Öko-Ranking der verschiedenen Outdoor-Marken ungefähr irgendwo in der Mitte. Die kriegen, wenn man sich dazu Schuhnoten verteilen lässt, da gibt es so ein paar Organisationen, die das tun, da kriegt Fjällräven regelmäßig so irgendwelche 2 bis 3s bis hin zu 3. Ich habe auch irgendwo mal eine 3 bis 4 gesehen, weil vieles nicht so ganz transparent ist, wie sie da jetzt genau mit umgehen. So, ist also so im Mittelfeld. Ist nicht schlimm, ist nicht böse, könnte aber noch erheblich mehr tun. Auf sowas läuft es hinaus. Gewinnen tut regelmäßig unter den normalen Marken, wenn man noch irgendeine so tolle High-End-Ultra-Mega-Marke, die sich nur Bonzen leisten können, aus der Schweiz mal außen vor lässt. Die produzieren so nachhaltig, da kannst du die Näherin deiner Klamotte noch persönlich besuchen und ihr die Hand schütteln. Was sie wahrscheinlich nicht lustig findet, weil Schweizer mögen keine Fremden. Aber das Produkt ist einfach unendlich teuer, aber super, super nachhaltig. Ja? Ich habe auch ganz vergessen, wie die heißen, aber Evelyn erwähnt sie immer, wenn ich behaupte, VD, deutsche Firma, wäre ansonsten diejenige, die bei all diesen Nachhaltigkeitstests und so weiter und so fort immer gewinnt, weil ihre Schweiz muss natürlich gewinnen, weil die noch nachhaltiger sind, aber es kann kein Mensch bezahlen. daher weiß ich auch gar nicht, wie die heißen. Schatz, wenn du das siehst, schreib es doch bitte in die Kommentare, weil ich vergesse dich wahrscheinlich sowieso zu fragen. Das nun mal so als Beispiel. Kaufen wir also beim Sieger in der Frage, wer baut die nachhaltigsten Outdoor-Klamotten, auch wenn sie aus Kunststoff sind, weil sie zum Beispiel nur aus recyceltem Kunststoff sind, oder zumindest die einfach besseren Sachen, die dir verkaufen, sind nur aus recyceltem Kunststoff. Wenn wir sowas kaufen, sind wir definitiv schneller nachhaltig und müssen das Ding meinetwegen bloß ein halbes Jahr tragen oder von mir aus ein ganzes, um quasi das Ding zu amortisiert. Amortisiert, meint der Ben. Zu haben und sagen zu können, okay, wenn ich es jetzt noch weiter trage, produziere ich damit quasi keinen weiteren Schaden an der Umwelt oder verbrauche keine weiteren Ressourcen. Weil durch das viele Tragen es dann irgendwann ausgeglichen ist. Ja? Ungefähr, nicht wirklich, ja, weil der Schaden ist immer angerichtet, weil wir immer Klamotten brauchen und immer damit rumlaufen werden. Aber man kann es dann halt doch irgendwie, man muss ja was anziehen. Ja, man erfriert doch sonst. Wir haben doch kein Fell mehr, jedenfalls kein effizientes. Und daher bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und der gute alte Robbenmantel, den die Inuit zur Verfügung stellen würden, der sehr effizient wäre, der ein Leben lang auch hält, wenn es gut läuft, ja, den ist leider auch wieder schwierig, weil den darf man nicht mehr anziehen, weil dann kommt Peter und schmeißt einen Farbbeutel drauf. Gut, dann ist man halt bunt, kann man jetzt sagen. Aber Problem, wenn man wieder anfängt, Robbenpelzmantel salonfähig zu machen, dann gibt es da auch wieder einen Markt für. Und dann wird wieder mehr Robbe gekloppt, als eigentlich sinnvoll wäre, weil die Inuit begründetermaßen schon immer Robbe gekloppt haben. Also nicht wirklich gekloppt, die haben sie harponiert. Ja, die sind nicht hin und die haben die Babys kaputt gekloppt, sondern die haben schon die erwachsenen Tiere eben harponiert am Eisloch und so weiter. Aber das kann man nachvollziehen, weil das ist ein Naturvolk und hat mit dieser Methode übrigens nachhaltig gelebt und das viel länger, als es unsere Zivilisation überhaupt schon gibt. Ja? Bis wir gekommen sind. Jetzt funktioniert es nicht mehr, ist klar. Aber nichtsdestotrotz ist das keine Alternative.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und klar ist man mit einem VD-recycelten Kunststoff-T-Shirt definitiv nachhaltiger als vom Decathlon. Ja? Aber der Unterschied zwischen zum Beispiel Fjällräven als mittelmäßig gute Kompanie und einem Decathlon als sicher eher das untere Ende, mit Sicherheit, sonst wären die nicht so billig, das macht nicht mehr viel aus. Da kann man davon ausgehen, dass wenn du es schaffst, mit einem günstigen T-Shirt, und das fällt nicht sofort auseinander, weil tendenziell ist die Qualität von dem günstigen Kram ja schon niedriger als die von was Hochwertigen wie Fjällräven. Dass da die Qualität gut ist, darüber müssen wir uns nicht streiten. Im Regelfall ist sie das wirklich, ja, im Regelfall. Gab auch schon kleine Enten und Montagsprodukte bei denen, habe ich gehört, habe ich auch schon erlebt. Aber im Regelfall ist die Qualität ja dann doch eher ganz gut, ne? Die Chance, dass also ein Produkt ausfällt und wir ein neues kaufen müssen und damit natürlich von der Nachhaltigkeit her ganz, ganz, ganz scheiße dabei sind, oder selbst wenn wir es nicht kaufen müssen, sondern es eben reklamieren und wir kriegen ein neues, dann haben wir trotzdem zweimal die die Öko-Produktionskosten auf unser persönliches Konto geladen. Und das haben wir wahrscheinlich weniger, wahrscheinlich, wenn wir gleich ein Fjällräven-Produkt kaufen. Aber nehmen wir an, wir kaufen beim Decathlon ein Produkt, das hält. Und das ist bisher bei den Sachen, die ich so gekauft habe, meistens der Fall gewesen. Eigentlich wüsste ich jetzt nichts, was sofort kaputt gegangen wäre. Nee, fällt mir keins ein. Und dann tragen wir beides ein Jahr. Und dann ist der Unterschied zwischen Fjällräven und Decathlon wirklich nur noch ganz marginal. Ein Unterschied zwischen VD und Decathlon ist sicherlich noch sichtbar, aber jetzt tragen wir das Ganze 2 Jahre und jetzt gibt es plötzlich zwischen VD und Decathlon noch diesen Unterschied und zwischen Fjällräven und Decathlon überhaupt keinen mehr. Ja? Oder zumindest ist er halt wirklich nicht mehr, nahezu nicht mehr messbar. Und das ist so ein bisschen auch so der springende Punkt. Ich glaube, manchmal lassen wir uns zu sehr von der Werbung dahingehend manipulieren, dass wir denken, dass teuer gleich nachhaltig. Aber Fjällräven macht auch das Zeug aus Kunststoff. Polyethylen ist Polyethylen. Es gibt kein gutes und kein böses Polyethylen. Das ist alles das Gleiche. Und das ist auch vollkommen Wurst, ob es teures oder billiges Polyethylen ist. Das kostet auch immer das Gleiche. Der Stoff ist Einheitsware. Ja? Ob der dann von gut bezahlten oder schlecht bezahlten Näherinnen zusammengenäht wird. Das ist jetzt für die Ökobilanzierung, das kommt darauf an, ob soziale Aspekte damit einfließen, bei der entsprechenden Zertifizierungsmethode oder nicht. Aber wenn wir sie jetzt einfach mal außen vor lassen, nur spaßeshalber, nicht, dass das gut ist, dass man das tut, aber jetzt machen wir es einfach mal, dann kann es das egal sein. Da ist dann Fjällräven wahrscheinlich besser, weil da die Näherinnen eventuell mehr verdienen, eventuell. Die Frage, ne? Aber gehen wir mal einfach von aus. Und das spielt schon nochmal eine Rolle. Aber tun wir so, als wäre das egal, dann spielt sowieso keine Rolle. Und dann ist es auch Wurst, ob das Ding hochwertig von qualifizierteren Näherinnen produziert wird und aus China kommt, oder ob es aus dem gleichen Material von unqualifizierten Näherinnen einfach so zusammengeschustert wird und aus China kommt. Es legt in beiden Fällen den gleichen Weg zurück. Es ist in beiden Fällen aus dem gleichen Material, das Energieaufwand X benötigt, um hergestellt zu werden. Und das macht einfach den Unterschied super gering, letztendlich. Wirklich nur die Produktion als solche, falls da noch irgendwelche zusätzlichen Chemikalien verwendet werden, bei Decathlon und bei Fjällräven nicht. Da gibt es dann Unterschiede und sonst nicht. Ja. Soll heißen, bin ich ein unglaublich schlechter Mensch, wenn ich auch günstige Outdoor-Produkte anziehe und damit rumrenne und man das tatsächlich auch an mir sieht, weil da ja leider auch eben so ein Markenlogo drauf ist und man könnte dann denken, ich will da Werbung für machen, was ich nicht will. Bin ich dadurch ein schlechter Mensch? Ich würde sagen, tatsächlich nee. Weil der Unterschied wirklich so gering ist. Ich habe früher auch gedacht, es gibt sogar noch Videos, in denen ich das so sage, weil die älter sind, dass ein Unterschied besteht, dass eben die Chance auf Kinderarbeit höher ist, wenn du bei Decathlon oder bei Kick kaufst, als wenn du bei Fjällräven, um es nochmal zu nennen, kaufst. Und mit der Kinderarbeit wird das vielleicht sogar stimmen, aber mit allem anderen ist es verschwindend gering. Ja? Also zwischen Scheißbedingungen und die bestmöglichsten, also zwischen VD und Decathlon, da gibt es einen Unterschied, ja? Da definitiv. Aber zwischen Mittelfeld und hinteres Ende, ich glaube nicht. Muss den Akku wechseln, damit ich Tschüss sagen kann.
Ja, ich schaue noch mal auf meine Liste, ob ich noch was vergessen habe. Problem bei den günstigen Kram noch mal vom Discounter. Natürlich ist das Zeug so scheiße billig, das ist ja teilweise abartig billig, dass man einfach dadurch verleitet wird, Kram zu kaufen, den man nicht braucht. Und dann ist natürlich die Nachhaltigkeit auch wieder am Arsch. Oder man ist vielleicht verleitet, das T-Shirt halt früher wegzuschmeißen, weil man ein bisschen dicker geworden ist und jetzt sitzt nicht mehr so gut. Und es kostet ja nicht viel. Und dann kauft man sich halt eins eine Nummer größer und schmeißt das andere weg, das zu klein geworden ist. Da ist man vielleicht in Versuchung, habe ich noch nicht gemacht, noch quetsche ich mich rein. Aber das kommt natürlich noch erschwerend dazu. Das macht man jetzt nicht, wenn die Dinger ein halbes Vermögen kosten, ja, wie bei Fjällräven. Und das vielleicht auch nochmal, so gesehen ist es sicherlich gut, dass Fjällräven manchmal etwas teurer ist, als es eigentlich wert ist. Aber ja. Kaufen von Zeug, was man nicht braucht, ist nie nachhaltig. Das wird auch nie nachhaltig, weil man es da nicht benutzt. Und das ist vor allen Dingen ja ein Problem bei den Schickimicki-Frauen. Ein paar davon bin ich sogar mit befreundet. Wenn die shoppen gehen und dann Klamotten kaufen, die sie nie anziehen, das ist mir ein Graus, ja. Also bei modebewussten Frauen, was du da an Ressourcenverschwendung im Kleiderschrank findest, das ist einfach abartig. Ich habe auch so Dinge, wo ich Ressourcen verschwende. Wie gesagt, ich fahre zu viel Auto, ich muss es beruflich seit neuestem. Aber. Oder ich wohne in zu viel Platz. Wie gesagt, es wäre besser, wenn ich in einem 4 Kubikmeter Würfelchen wohnen würde. In der Hinsicht mea culpa und schuldig im Sinne der Anklage. Super ultra nachhaltig leben tue ich nicht, das ist nicht so. Außerdem esse ich immer noch Fleisch und daran wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts ändern. Ich versuche das zwar zu reduzieren, aber solange mal jemand ein Fleischersatzprodukt auf den Markt bringt, das wirklich genauso schmeckt wie das Original und bezahlbar ist. Ich hoffe ja, dass es das bald mal geben wird. Ich finde auch sehr interessant dieses Laborfleisch, wo man aus einzelnen tierischen Zellen eben entsprechend in Nährlösung Fleisch züchtet, was dann auch wirklich Fleisch ist, auch wenn es nie gelebt in dem Sinne gelebt hat, dass es ein Bewusstsein entwickelt hätte. Auch sowas finde ich wahnsinnig interessant. Und da hoffe ich, dass die Zukunft und die Wissenschaft da noch irgendwas bringt, was mir da weiterhelfen kann, um eben mein Bedürfnis nach Fleisch gleichzeitig so zu decken, dass ich ein bisschen weniger schlechtes Gewissen haben muss, weil ich es wirklich nicht hinkriege. Das wird nicht passieren, egal was mit der Welt noch passiert. Und gut, wenn ich es nicht mehr bezahlen kann, dann muss ich. Ja, wenn das Fleisch so teuer wird, dass ich es nicht bezahlen kann, okay. Aber solange es Fleisch gibt, das ich mir kaufen kann, bin ich zu schwach, um der Versuchung nachzugehen, um nicht der Versuchung nachzugeben, mir das dann auch zu kaufen, weil ich esse es sehr gerne. So, davon mal abgesehen. Nö, ansonsten habe ich alles gesagt. Das mit dem Mikroplastik haben wir auch gesagt. Und grundsätzlich nochmal vielleicht zu der Plastikdebatte. Also je nachdem, wie das jeweilige Weltbild ist. Aber was mir immer durch den Kopf geht, wenn sich die Leute ganz, 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 ganz furchtbar über Plastik aufregen. Da kann man jetzt anderer Meinung sein. Ja, das ist völlig in Ordnung. Wer hier an dieser Stelle noch zuhört, ist hoffentlich nicht allzu böse, wenn ich jetzt mal folgende These in den Raum schmeiße. Wenn, falls, eventuell demnächst irgendeine größere Katastrophe über uns hereinbricht, uns als Homo sapiens, ja? Ich glaube nicht, dass diese Katastrophe die Müllkatastrophe sein wird. Die Müllkatastrophe kommt sicher irgendwann, aber ich glaube, vorher kommt irgendeine andere. Vorher kommt entweder Öl ist alle, Problem, Wasser ist alle, noch größeres Problem. Und wenn eins von den beiden nicht eintritt, eventuell Probleme durch einen doch recht relativ rasant stattfindenden Klimawandel. Ja? Und damit einhergehend Dürren, Ernteverluste, Hungersnöte, möglicherweise, ja, ich sage nicht, dass das passiert, aber ich glaube, all das ist potenziell wahrscheinlicher, als dass das Vorhandensein von viel Müll uns zum Exodus bringt. Das heißt jetzt nicht, dass man als Privatperson nicht versuchen sollte, Müll zu vermeiden. Aber ich sag's mal so, wenn man mit sich selbst den Deal macht, dass man die Menge X an Aufwand betreibt, um
ein verantwortungsvolles, halbwegs nachhaltiges Leben zu führen. Ja? Dann, und man dafür so und so viel Zeit und Aufwand eben bereitstellen kann, weil man ansonsten auch noch einen Beruf hat und Dinge tun möchte oder muss, die man halt nun mal eben so tut, wie zum Beispiel eben Autofahren. Das wird viele Leute betreffen, die einfach Autofahren müssen und da keine andere Wahl haben und ihren Lebenswandel nahezu unmöglich so umstellen können, dass sie überhaupt kein Auto mehr fahren müssen. Also es gibt auch Leute, die können das und das ist auch dann super. Wenn man da kein Auto fahren muss, dann muss man es auch nicht und das ist toll. Aber wer zum Beispiel mitten in der Pampa auf dem Land lebt, das Glück hat, da zu leben, damit automatisch, und das ist das Paradoxe, ne, eventuell einen tollen Naturbezug hat, weil man jeden Tag in den Wald rauskommt, aber gleichzeitig nirgendwo hinkommt ohne ein Kraftfahrzeug, von mir aus auch mit dem Moped, ist egal, das ist ein Problem, ja, wirklich ein Problem. Aber, nochmal, Plastik, wichtig, das Reduzieren ist toll, aber der Aufwand, den man betreiben muss, Zeitaufwand, Logistikaufwand, um zum Beispiel nur in Unverpacktläden einzukaufen, sicherlich schon mal gehört, wenn nicht, kann man das mal googeln, der ist hoch. Und mit dem gleichen Aufwand und mit dem gleichen Einsatz von Geld könnte man alternativ sicherlich auch ganz viel im Bereich CO2-Reduktion betreiben. Und weniger Müll verbrauchen ist auch irgendwo gewissermaßen CO2-Reduktion, aber das kann man an anderen Stellen wirklich erheblich besser und effizienter einsparen. Und je nachdem, an welches Untergangsszenario man glauben möchte oder auch an gar keins, das ist ja egal, kann ja jeder machen, wie er möchte, muss man einfach überlegen, was ist effizienter? CO2 einsparen in der Hoffnung, dass wir dann von dem CO2-Problem nicht umgebracht werden oder Müll einsparen und hoffen, dass wir von dem Müllproblem nicht umgebracht werden, was wahrscheinlich eben später der Fall ist, als dass uns das möglicherweise CO2-Problem umbringt. So, und wenn man jetzt an beide Probleme glaubt, dann muss man halt für sich entscheiden, wo man persönlich mehr Zeit und Energie investieren möchte, beim Müll sparen oder beim CO2 sparen. Oder man ist natürlich ganz krass und macht gleich beides. Das ist super, das ist ganz super und wer das macht, ist toll, ja. Aber wenn ihr wie ich nur ein Otto-Normalverbrauchender Normalsterblicher seid und halt kein im 4 Kubikmeter lebender Veganer mit lustiger, schicker Flachsunterhose und im Winter von mir aus noch Birkenstock-Sandalen, ist es absichtlich provokant, ja. Dann natürlich ist das toll, ja. Und wer im Wald wohnt und da wirklich im Tipi und zur ganzen Zeit so lebt und nur von seinem Block lebt, solange er der Einzige ist, der im Wald lebt, funktioniert das. Stell dir mal vor, das machen plötzlich 200. Da musst du aber einen guten Block haben, dass er dich von den anderen 299 Blocks von Typen, die im Wald leben, so sehr abhebt, dass du damit doch tatsächlich noch das bisschen Geld verdienst, was du immer noch brauchst, weil du es nicht schaffst, 100% nachhaltig aus der Natur zu leben, was im Übrigen gar nicht legal wäre, weil dafür müsstest du jagen gehen, weil anders geht's nicht. Und dafür bräuchtest du eine Eigenjagd und dann brauchst du erstmal 75 Hektar Wald und ein Hektar Wald kostet so um die 10.000 Euro. Das heißt, dann brauchst du erstmal 750.000 Euro. Boah, also nur Reiche können nachhaltig sein. Zum Beispiel, ja. Aber es wird Abend. Und das waren jetzt so meine Gedanken zum Abend, jetzt so gegen Ende. Sind einfach nur so ein paar Überlegungen, ja. Plastik einsparen, wichtig, ja. Nicht falsch verstehen, das ist wichtig. Aber ich finde, der Reihe nach. Also vielleicht erst mal darauf konzentrieren, die näheren Katastrophen abzuwenden. Aber andererseits, wenn man halt eben an die eine Katastrophe nicht glaubt und an die Plastikkatastrophe schon, es gibt wenig Plastikleugner. Das gibt's irgendwie nicht, interessanterweise. Die den Plastikstrudel im Ozean für Fake News halten. Selbst der Trump hat, glaube ich, dazu sich noch nicht geäußert, dass er das für Fake News hält. Also so gesehen, möglicherweise. Ja, und dann sind wir schon wieder so ein bisschen in die Politik gekommen und manchmal ist das halt auch notwendig und damit bin ich jetzt aber auch alles losgeworden, was ich zu dem Thema noch sagen wollte. Ich möchte nochmal um Entschuldigung bitten, wer sich am Anfang des Videos etwas mehr Entspannung meinerseits gewünscht hätte. Manche Kommentare sind halt schon ein wenig nervig und Und da kriege ich gerade noch eine E-Mail.
Politisch betrachtet gehört Grönland zu Europa. Du wirst also leider nicht Europa verlassen. Toll, danke. Geografisch gehört es aber zum amerikanischen Kontinent, insbesondere, na gut, geologisch ist es eigentlich so ein bisschen was dazwischen. Ha, das machen wir noch schnell. Kleiner Ausflug in die Geologie. So, als der Atlantik aufgerissen ist, ja, das ist schon eine Weile her, zuerst mal hat er begonnen, sich aufzureißen zwischen Kanada und Grönland, weil da lag der entsprechende Hotspot, der heutzutage unter Island liegt, weshalb Island ja so viel Vulkanismus und so weiter und so fort hat. Ah, halt, ein Hotspot. Ein Hotspot ist eine Stelle mit jeder Menge vulkanischer Aktivität. Das ist also quasi eine brodelnde Stelle im Erdmantel. Das Problem ist, auf dem Erdmantel drauf, da sind ja dann erst die ozeanische und die kontinentale Kruste, die sich ja auf dem Erdmantel bewegen. Und der Erdmantel selber, der bewegt sich nicht. Das heißt, der Hotspot, dieser Punkt, wo dauernd Lava hochblubbert, der ist fix. Und darüber schwimmen nun die Kontinente. Kontinentalverschiebung, Plattentektonik, Alfred Wegener, ne, haben wir schon mal gehört, hoffentlich. Das heißt, dadurch, dass diese Kontinente sich darauf bewegen, ist der Hotspot zwar auf der Kugel immer am gleichen Ort, aber liegt halt irgendwann mal unter Grönland, beziehungsweise westlich von Grönland, links neben Grönland sozusagen, und sorgt durch seine entsprechend vulkanische Aktivität dazu, dass da dauernd was hochblubbert und da die ozeanische Platte auseinandergedrückt wird, weil der mittelatlantische Rücken halt mal ursprünglich westlich von Grönland gelegen ist, ja, und da der Atlantik quasi auseinandergewachsen ist und sich aufgetan hat und Amerika und Grönland auseinandergewandert sind, aber dann eben im Laufe von ein paar Millionen Jahren, das ist halt so in der Erdgeschichte, da passiert da hin und wieder mal ein bisschen was im Laufe von so ein paar Millionen Jahren, so 20, 30, 40, weiß ich nicht, könnten auch 100 gewesen sein. War das im Trias? Ja, es waren ein paar mehr als 100. Ist ja dieser Hotspot dann wieder weitergewandert, weil ja die ozeanische Platte auch ein bisschen weiter wandert und dann noch eben diese Kontinentalplatte, wo Grönland drauf ist, da auch noch irgendwie rumwandert. Das führt jetzt zu weit. Jedenfalls, dieser Hotspot wandert, der Hotspot selber, der wandert nicht weiter. Der ist immer am gleichen Ort. Aber die Platte zieht drüber. Und dadurch hat sich der Hotspot verschoben, nämlich unter Grönland durch, von der Westküste, wo der Atlantik aufgerissen ist, eine kurze Zeit, zur Ostküste, wo dann der Atlantik aufgerissen ist, was er heute noch tut, weil wo ist der Hotspot jetzt? Unter Island. Wo reißt gerade der Atlantik weiter auf? Unter Island. Was kann man machen, wenn man in Island tauchen geht? In der Schlucht tauchen, die jedes Jahr 2 Zentimeter breiter wird, weil der Atlantik jedes Jahr 2 Zentimeter breiter wird. Weil nämlich der Hotspot, der ursprünglich westlich von Grönland unter Grönland und jetzt östlich von Grönland unter Island eben entsprechend ist, an dieser Stelle immer breiter wird. Hat überhaupt nichts mit Thematik zu tun. Ich habe völlig vergessen, wie wir da hingekommen sind. Ich habe keinen Schimmer mehr. Tatsache ist jedenfalls, ach ja, Grönland gehört zu Europa. Ja, aber nur politisch, weil, genau genommen, gehört es ja auch nicht mehr zu Amerika, weil da ist ja dazwischen der Graben aufgerissen. Gut, okay, aber der wächst jetzt nicht mehr. Und jetzt geht der Graben zwischen Europa und tatsächlich Grönland und dem Rest von Amerika auf. Und so gesehen sind wir spätestens jetzt geologisch, weil wir ja diesen Graben dazwischen haben, nicht mehr in Europa, wenn wir nach Grönland rüber tuckern. Alternativ sind wir rein geografisch und geologisch gesehen auch nicht mehr in Europa, wenn wir über den Graben rüberspringen auf Island. Also links vom Graben Amerika, rechts vom Graben Europa. So, heißt, ich bin wohl in Amerika, wenn ich auf Grönland bin. Zwar nicht politisch, aber... So, und das hat jetzt überhaupt nicht zum Thema gehört. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob man das verstanden hat mit diesem komischen Hotspot. Das ist auch nicht so einfach, ehrlich gesagt. Da müsste man jetzt tiefer in die Geologie... Ich wälze zurzeit Geologiebücher noch und nöcher. Ich studiere quasi gerade wieder Geologie. Was heißt wieder? Ich habe es ja nie gehabt. Und deswegen muss wird das langsam Zeit. Vieles kommt mir bekannt vor aus der Bodenkunde. Aber manches dann halt eh sowas wie Plattentektonik und so weiter und so fort. Das habe ich tatsächlich nie im Studium gehabt. Da muss ich jetzt mir entsprechendes Material hier hinter der Wand... Hinter der Wand sind ja die Bücher, ne? Da gibt es jede Menge Material. Also es ist nicht so, dass ich zu wenig Bücher halte zu dem Thema. Aber sie müssen halt erstmal gelesen werden. Macht's gut. Jetzt aber wirklich Schluss.
Auf Wieder, tschüss. Und nochmal sorry fürs Aufregen am Anfang vom Video. Manchmal muss es einfach sein. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Macht's gut jetzt.